Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 16. Vorlesung Energie und Klima im Sommersemester 2021 an der Universität Konstanz im Fachbereich Physik. Wir sind noch in Zeiten von Corona, zumindest für die höheren Semester finden die Vorlesungen nach wie vor per Internet statt, also auch dies hier wieder ein Videostream. Und wir sind jetzt etwa in der Mitte des Semesters und am Ende des Energieteils. Nächstes Mal am Dienstag beginnt also dann der Klimateil. Hier mein Plan, also ganz am Ende vom Energieteil. Und jetzt geht's weiter. Wir hatten also die letzten paar Doppelstunden die großen, vier große erneuerbare Energien, die im Gigawattbereich mitreden können, durchgenommen. Das ist Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Und hatten dann letztes Mal schon mit den unkonventionellen oder sagen wir mal etwas selteneren oder kreativeren erneuerbaren Energien angefangen. Und heute geht es weiter mit Geothermie, Wellenkraftwerke, Gezeitenkraftwerke und solche Dinge. Hier der Plan, was ich wirklich durchgenommen habe, also Wind ab 25.05. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit drauf eingesetzt, weil Windenergie ist wirklich die Erfolgsstory der Energiewende. Dann noch ein bisschen mehr Wind und Sonne am 28.05., am 8.06. Wasser und Biomasse und heute, das ist der 11.06., also ein Freitag, Gezeiten und Geothermie. Damit geht es jetzt also weiter. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache, mache ich jedes Mal. Ich will dann nach Themen geordnet kürzere Videos für Laien von vielleicht 20, 30 Minuten, also für einzelne Themen, wie meinetwegen nur Geothermie, in der Sommervorlesung auf meinem privaten Kanal, Gante Fürst Kanal, publizieren. Daran arbeite ich aber noch. Also ich bin eigentlich mit der großen Vorlesung jetzt im Masterprogramm der Physik, bin ich gut ausgelastet. Noch ein Nachtrag zum letzten Mal, bevor ich mit dem neuen Stoff anfange. Da habe ich über Gezeitenkraftwerke geredet und die nutzen ja sozusagen die Erddrehung aus. Also die Energie, die da extrahiert wird aus dem Gezeitenhub, also zum Beispiel Nordfrankreich, da haben wir einen Hub von bis zu 6 Metern oder sogar noch mehr, also zwischen Ebbe und Flut. Und das sind gewaltige Wasserströme in Richtung Küste und wieder zurück. Oder auch, wenn wir so eine Meeresbucht in die Küste hinein haben, in eine Meeresbucht hinein und wieder heraus, gibt es also ein Mordsstrom, also einen enormen Wasserstrom. Und den kann man mit Wasserturbinen in Strom, in Elektrizität umwandeln. Und wo kommt denn eigentlich die Energie her, könnte man da fragen. Und die kommt aus der Drehung der Erde um sich selber. Also die Erde dreht sich ja viel schneller als der Mond um die Erde. Der Mond braucht ja etwa einen Monat eben, um die Erde herumzukommen. Und die Erde dreht sich einmal um sich selbst in 24 Stunden. Wir können also eine Näherung machen, halten den Mond fest und lassen die Erde sich relativ schnell drehen. Und in Richtung Mond gibt es einen Flutberg und auf der anderen Seite durch die Fliehkraft gibt es auch nochmal einen Flutberg. Deswegen ist Ebbe und Flut, der Wechsel ist alle 6 Stunden, nicht alle 12 Stunden. Okay, so und jetzt muss man sich fragen, wo kommt eigentlich die Energie her, die ich in Elektrizität umwandle in so einem Gezeitenkraftwerk? Und die kommt wirklich aus der Rotationsenergie der Erde. Das heißt, die Erde wird mit der Zeit immer langsamer. Allerdings ist das, was die Menschen zusätzlich abzwacken von dieser Gezeitenenergie, das ist ein sehr geringer Beitrag, denn der größte Teil dieser Gezeitenenergie, der geht in die Deformation der Erde rein. Also die ganze Erde, auch das Gestein, das macht auch so einen Ebbe- und Flutwechsel, einen Gezeitenwechsel. Das ist eine riesige Energie und dadurch wird die Erddrehung tatsächlich mit der Zeit langsamer. Allerdings dauert es schon sehr, sehr lange. Und man schätzt, dass zu Beginn, als die Erde neu entstanden war, vor 4,6 Milliarden Jahren, dass da der Tag vielleicht nur 12 Stunden länger hatte. Das heißt, also 6 Stunden Nacht und 6 Stunden Tag. Und das heißt auch, dass das ganze Leben da sehr viel hektischer war. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber diese 24 Stunden, die wir heute haben, das ist eben schon eine starke Verlangsamung über Milliarden von Jahren von der Erddrehung. Und da kommt diese Energie her, diese Energie, die auch die Gezeitenkraftwerke dann den Meeresströmungen, den Gezeitenströmungen entnehmen. Und das hatte ich letztes Mal an diesem Beispiel hier näher erläutert. Das war das Kernkraftwerk Narance in Nordfrankreich, hier an dieser Küste. Und hier sehen wir, das ist also eine größere Meeresbucht, die abgetrennt wird mit so einem Damm. Und hier sehen wir gerade, es ist offensichtlich Flut oder auflaufendes Wasser. Und wir sehen, dass hier vom Meer her, hier sieht man so ein bisschen das schäumende Wasser, was da durch die Turbinen fließt, das da in die Meeresbucht reindrückt. Und so kann man dann, ist übrigens eine variable Einspeisung, weil wenn die Gezeiten gerade wechseln zwischen Ebbe und Flut, dann ist für eine Weile keine Stromproduktion. Oder gibt es ein Maximum der Stromproduktion, wenn maximal auflaufendes Wasser ist. Also es ist eine variable Einspeisung, aber doch sehr zuverlässig in einem sehr genauen Tag und Nacht oder Gezeiten
Wechsel. Und typische Größe hier in diesem Fall sind 240 Megawatt und eine Jahresproduktion von 0,5 Terawattstunden. Ich vergleiche das dann immer mit einem typischen Block von so einem Wärmekraftwerk, wie beispielsweise ein Kohlekraftwerk. Da hätten wir 1 Gigawatt und etwa 8 Terawattstunden an Stromerzeugung pro Jahr. Und da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Es gibt also allerhand Ideen mit gezeigten Kraftwerken auf der ganzen Welt, zusätzlich Strom zu erzeugen im Sinne der globalen Energiewende. Und hier haben wir ein weiteres, sogar ja, also ja, doch größeres gezeigten Kraftwerk in Südkorea. Es ist eine riesige Meeresbucht und hier sehen wir den Damm und hier wäre das Kraftwerk. Und das heißt Siwa-ho in Südkorea. Und es macht eben auch typischerweise 1/10, 2/10 der Leistung eines Kraftwerksblocks von einem Gigawatt, in diesem Fall sogar ein bisschen mehr, 254 Megawatt, also 0,2, also etwa ein Viertel der Kraftwerksleistung eines Blockes und es macht eine halbe Terawattstunde pro Jahr an Stromerzeugung. Und so gibt es diese, das sind also nur ganz wenige Gezeitenkraftwerke, die heute tatsächlich Strom produzieren. Die meisten sind noch kleiner als die zwei, die ich jetzt genannt habe, also in Nordfrankreich und in Südkorea. Aber es gibt allerhand Ideen zu weiteren Gezeitenkraftwerken, da wo es eben einen enormen Gezeitenhub gibt. An sich, das hatte ich letztes Mal auch erklärt, ist der Gezeitenhub eben doch zu klein. Also wenn wir nicht diese Resonanzeffekte haben in bestimmten geformten Meeresbuchten, da gibt es so eine Überhöhung von 5 Metern oder mehr. Der normale Gezeitenhub auf dem freien Ozean ist eben nur 1 Meter auf und ab und damit lässt sich kaum Strom erzeugen. Wir brauchen also diese Resonanzeffekte an den Küsten, aber da gibt es allerhand Standorte, zum Beispiel auch in Neuseeland. Da gibt es einen Plan, eine größere Meeresbucht durch einen Damm abzutrennen und dann so ein Gezeitenkraftwerk zu bauen. Und ich glaube, das ist sogar, die haben sogar die Baugenehmigung inzwischen. Das ist nördlich von Auckland. Gut, da gibt es also allerhand Ideen. Insgesamt ist aber die Gezeitenenergie keine Energieform, die jetzt wirklich also signifikant im Prozentbereich zur Primärenergie beitragen wird. Es sind kleinere Kraftwerke und nur an wenigen Stellen macht es Sinn, sie zu bauen. Aber eine sehr interessante und eigentlich relativ saubere Form der Stromerzeugung. Ja, und dann gibt es noch neue Ideen, die sich aber, ja, man kann es immer kaum sagen, kaum durchgesetzt haben, nicht wirklich durchgesetzt haben, aber faszinierende Ideen sind. Also die Idee ist eben von strömendem Wasser mechanisch mit Propellern, also ähnlich wie Windkraft, aber eben mit Wasser dann Strom zu gewinnen durch Drehbewegung von Propellern in Meeresströmungen. Das wären dann richtige Meeresströmungskraftwerke, also zum Beispiel ein Golfstrom. Ja, das ist ja schon Strom durch den Atlantik von Florida hoch nach Nordeuropa könnte man zum Beispiel diese Meeresströmung ausnutzen, um mit Propellern, die man unter Wasser installiert, um damit Strom zu gewinnen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel dieses schöne Bild, also es sind so Fantasiebilder, die sind, haben sich Künstler überlegt, wie das ausschaut. Also hier hätten wir dann solche Türme, die sind irgendwie im Meeresboden verankert, ähnlich übrigens wie die Offshore-Windparks. Da ist dann oberirdisch natürlich der Propeller, um Wind zu ernten, Windenergie zu ernten. Und hier haben wir jetzt dasselbe, also ein Sockel im Meeresboden in einer Meereszone, in der eben das Meer nicht zu tief ist. Und wir hätten hier solche Propeller installiert und da wird eben Strom gewonnen. Und da braucht es eben, wie hier auch angedeutet, man sieht so ein bisschen an dem Schaum, ne? Hier strömt also das Wasser in dem Bild von rechts nach links, bedingt durch die Gezeiten oder durch eine normale Meeresströmung. Und da gibt es eine Menge solche Strömungen, im Prinzip. Vielleicht zu der Idee, den Golfstrom zu ernten, das funktioniert eigentlich nicht. Da gibt es also keinerlei Ideen, wie man das technisch machen könnte. Einerseits deswegen, weil der Atlantik viel zu tief ist. Der Meeresboden liegt da in 2-3 Kilometer Tiefe. Und andererseits ist die Strömung des Golfstroms viel zu langsam. Also das ist nur 1 Meter pro Sekunde oder sowas. Und da könnte man nicht wirklich die Energie extrahieren. Und dann hätte man noch ein Problem. Wenn man tatsächlich die Energie aus dem Golfstrom extrahieren würde, dann würde er eben langsamer werden. Und das hätte vielleicht fatale Folgen für unser Klima in Nordeuropa. Also sowas muss man auch bedenken. Man verändert tatsächlich Strömungsmuster. Aber das ist eine Idee hier für ein Gezeitenkraftwerk. Da wird ja nichts verlangsamt, sondern es fließt ja sowieso 4-mal am Tag mal in die eine und dann wieder in die andere Richtung, wenn es um einen Gezeitenstrom geht.
Und da gibt es zum Beispiel auf Arte einen älteren Film, der ist von vor 2010, von Seaflow. Und das ist so ein Projekt, ein Forschungsprojekt, ich glaube auch in der Umgebung von Großbritannien. Und da habe ich einen kleinen Filmausschnitt und den will ich hier jetzt mal einfach zeigen, damit man so eine Idee bekommt, was eigentlich die technischen Schwierigkeiten sind. Und dieses Projekt, was hier bei Arte beschrieben wird, das ist inzwischen im Jahr 2021, also heute, aufgegeben worden. Jochen Barth ist unterwegs zur Seaflow, einer europäischen Testanlage, die Meeresströmung nutzt, um Strom zu erzeugen. Er betreut das Projekt, das auch von der EU unterstützt wird. Das Meeresströmungskraftwerk in Cornwall läuft seit 3 Jahren. Heute stehen wichtige Wartungsarbeiten an. Ein gefährliches Vorhaben. Jochen Barth und seine britischen Kollegen müssen Überlebensanzüge mit Peilsendern und Klettergurte anlegen. Mit einem Schlauchboot der Küstenwacht geht es hinaus. Das Wasser ist kalt und die Strömung in der Bucht von Bristol sehr stark. Geht ein Mann über Bord, treibt er pro Minute 180 Meter aufs offene Meer hinaus. Diese starke Strömung entsteht durch die Gezeiten. Flut und Ebbe bewegen riesige Wassermassen vom Meer in die Bucht und zurück. Sie sind der Motor der Seaflow-Anlage. Ihr Herzstück ist ein Rotor wie bei einem Windrad. Die Gezeitenströmung drückt mit bis zu 3 Metern pro Sekunde auf die Flügel, der Rotor dreht sich, ein Generator produziert Strom fast 24 Stunden am Tag. Da die Dichte von Wasser weit höher ist als die von Luft, leistet der kleine Rotor genauso viel Strom wie ein Windrad mit 40 Meter Flügelspannweite. Die ganze Konstruktion ist Neuland für Ingenieure und Wissenschaftler. Und der Standort rau und technikfeindlich. Niemand zuvor hat so etwas realisiert. Theoretisch wussten wir, dass der Rotor sich drehen und Strom produzieren sollte, aber ob das praktisch auch klappen würde, wusste keiner. Es zeigte sich, dass die Berechnungen stimmten und die Anlage tatsächlich Strom produziert. Das macht uns Mut, eine Maschine zu bauen, die Strom zu einem vernünftigen Preis herstellen wird. Von der Testanlage zur kommerziellen Stromerzeugung. Für diesen Prozess ist die Seaflow-Anlage ganz besonders wichtig. Regelmäßig werden neue Messgeräte eingesetzt. Wir hoffen, dass man in 10 Jahren hier oder in anderen Gegenden mit starken Strömungen vermehrt solche Maschinen einsetzen wird. Man könnte bis zu 10% der Elektrizität des Landes aus dieser Energieform gewinnen, aus dieser erneuerbaren Energie aus dem Meer. Kostenlose und umweltfreundliche Energie. Umweltfreundliche Energie. Für Jochen Barth beinhaltet diese Technologie eine große Chance. Die Seaflow-Anlage ist ja vergleichbar mit einer Windkraftanlage von ihrer Umweltgefährdung her. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine relativ kleine Struktur mit einem drehenden Rotor. Und dieser drehende Rotor bedeutet aber für Fische und andere Meeresbewohner keine Gefahr, weil die durch Ortungssysteme und auch durch Ausweichstrategien solchen Strukturen ausweichen und, was auch in den Umweltverträglichkeitsprüfungen bestätigt wurde, eigentlich keine Gefährdung größerer Meeressäuger durch diese Anlage ausgehen. Das heißt, in der Summe sind die Umweltauswirkungen sehr gering. Wir haben gute Noten für diese Technik bekommen. So, das war mein kleiner Film zu dem Versuch, aus Meeresströmungen Energie zu gewinnen. Dann gibt es noch eine weitere sehr interessante Idee und das wurde auch in Norwegen mal in einem Pilotkraftwerk in der Größenordnung von, ja, Megawatt waren es, glaube ich, also ein ganz kleines Kraftwerk, mal realisiert und inzwischen heute im Jahr 2021 aber wieder aufgegeben. Und das sind sogenannte Osmosekraftwerke. Sie versuchen aus dem Unterschied zwischen Salzwasser und Süßwasser, da gibt es eigentlich sowas wie einen osmotischen Druck, daraus Energie zu gewinnen. Und das war auch mal für einige Zeit ein intensives Forschungsprogramm. Ich glaube, in Geesthacht in Deutschland. Geesthacht ist so ein
Forschungszentrum in Norddeutschland. Und das Problem sind die Membranen. Ich glaube, Osmose, das lernt man auch in der Schule, da geht es um semipermeable Membranen. Also Membranen, die vielleicht nur Wasser durchlassen, aber das Salz nicht oder andersrum. Es gibt da Membranen für alles Mögliche, die also nur einen Teil dessen, was zum Beispiel in einer Flüssigkeit gelöst ist, durchlassen. Und die Idee ist die folgende, da gibt es diesen osmotischen Druck. Und zwar ist es so, dass da, wo dass das Salzwasser eigentlich Süßwasser anzieht, also das ganze System, eine solche Mischung aus Salzwasser und Süßwasser, hier rechts haben wir Süßwasser, hier links haben wir Salzwasser, das möchte eigentlich gemischt sein. Und da, das kann sogar so werden, dass wenn man so Salzwasser und Süßwasser mischt, dass es tatsächlich warm wird, da wird Energie frei. Und zwar dadurch, dass wir hier dieses Salzwasser haben, das möchte eigentlich mehr Süßwasser haben, da gibt es einen Druck, also durch eine Membran, wenn sich das nicht einfach frei mischen kann, sondern wir lassen hier also nur Süßwasser durch, also nur H2O-Moleküle, nicht aber das Salz. Das passt da nicht durch, das hat was mit der Größe der Poren zu tun, so ganz anschaulich gesprochen. Dann will dieses Süßwasser das Salzwasser weiter verdünnen, weil Salzwasser möchte eigentlich, das ist energetisch günstiger, höher verdünnt sein. Und das gibt einen Druck. Und zwar, wenn man also mit gleichem Wasserstand anfängt, also meinetwegen im linken Bereich, links von der Membran und rechts von der Membran, fülle ich also gleich viel Süßwasser und Salzwasser ein, dann würde ich eine Weile warten und dann würde also von sich aus, und da gibt es eben eine chemische Energie, die das antreibt, das hat was mit Lösungsdynamik zu tun, dann würde also Süßwasser, also H2O-Moleküle, würden in das Salzwasser eindiffundieren und das hier hochtreiben. Das heißt, der Wasserspiegel hier würde steigen und zwar ganz beträchtlich. Und ich habe es hier mal für ein Beispiel, das gibt es, glaube ich, auf Wikipedia. Unten ist der Link, das ist auch ein Bild von Wikipedia. Ich habe es für ein Beispiel gefunden hier. Also es baut einen Druck von 28 Bar auf und das entspricht einem Höhenunterschied von 280 Metern. Also 10 Meter Wassersäule ist ein Bar und ein Bar ist der Luftdruck. Das heißt, 10 Meter unter Wasser habe ich schon den doppelten Druck von Luftdruck plus ein Bar Wassersäule und 28 Bar wären also 280 Meter Wassersäule. Das heißt, wenn man das bedenkt hier, diesen osmotischen Druck zwischen Süßwasser und dem normalen Meereswasser mit 3,5% Salzgehalt, dann hätten wir an jeder Flussmündung eigentlich einen Druckunterschied oder eigentlich sowas wie einen virtuellen Wasserfall, bedingt durch den osmotischen Druck von über 200 Metern. Also ein riesiger Wasserfall. Also es ist nicht wirklich ein Wasserfall, sondern es ist ein potenzieller Druck, den ich realisieren könnte, wenn ich solche Membranen hätte, von 28 Bar. Und das wäre ja sowas wie ein Wasserfall eigentlich, also eine riesige Wasserenergie, so eine Art Lösungsenergie. Und die kann ich ernten, wenn ich das mit so einem geschickten Aufbau auf der Basis von so einer Membran hier, dann brauche ich also diese semipermeable Membran, kann ich das ernten, diese Energie, die in dem Lösen von Süßwasser im Salzwasser des Meeres drinsteckt. Das Problem sind allerdings diese Membranen, denn es ist ja so, dass unsere Flüsse nicht sauberes Süßwasser sind, also reines Wasser, sondern die sind zum Beispiel verunreinigt. Und mein erster Gedanke war, als ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal hörte, dass die Membranen ja dann sehr schnell verstopfen, weil da sind Kleinstlebewesen drin und alles Mögliche. Und zum anderen haben wir das Problem, dass man eine Flussmündung ins Meer nicht einfach blockieren kann. Da müsste man ja auch wie einen Damm bauen, weil ja da Schiffsverkehr ist. Also es gibt da, und auch natürlich die Fische, die müssen ja auch durchkommen. Es ist also nicht so ganz einfach, das zu realisieren. Aber das war zumindest mal eine Idee. Ich lese mal den Text hier unten vor. Im Herbst 2007 verkündete der norwegische Staatskonzern Statkraft den weltweit ersten Bau eines solchen Kraftwerks. Am 24. November 2009 nahm der weltweit erste Prototyp den Betrieb auf. Dabei wurden Membranen eingesetzt, die statt wie bisher 0,2 Watt elektrische Leistung pro Quadratmeter. Also 0,2 Watt ist ja kaum messbar, damit könnte ich noch nicht mal so eine LED-Lampe betreiben. Und pro Quadratmeter, das ist eine ganz geringe Leistungsdichte. Es ist also sehr schwierig, solche Membranen zu finden, die einigermaßen praktikable Drücke realisieren, die ich dann auch tatsächlich in Strom umwandeln kann. Also, sondern die hatten spezielle Membranen entwickelt mit 3 Watt pro Quadratmeter. Nächstens für 2015 geplantes Ziel war ein 25 Megawatt Kraftwerk mit 5 Millionen Quadratmetern Membranfläche. Allerdings stoppte Statkraft weitere Investitionen Ende 2013. Da wurde das aufgegeben. Und das ist eben so ein generelles Problem bei den erneuerbaren
erneuerbaren Energien, dass wir es mit riesigen Flächen zu tun haben. Die Energiedichte ist im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Kohle oder zu Uran, die ist sehr gering und man braucht also einen Riesenaufwand an Fläche oder meinetwegen bei Staudämmen, also auch Fläche, also große Wasserflächen, wenn wir den Drei-Schluchten-Staudamm betrachten oder wenn wir an das riesige Solarkraftwerk, Photovoltaikkraftwerk da in Indien denken, an der Grenze nach Pakistan. Man braucht riesige Flächen, weil generell bei diesen erneuerbaren Energien eben die Energiedichten pro Quadratmeter, pro Kubikmeter, die sind relativ gering. Aber hier bei diesem Osmosekraftwerk haben wir es auch wieder mit einer rein theoretisch sehr attraktiven Methode der Stromgewinnung zu tun. 28 Bar an der Mündung eines Flusses. Ja, und wenn das sowas wieder rein ist, also hat man ja auch große Wassermengen. Aber die Realisierung ist schwierig bis nahezu im Augenblick eben nicht praktikabel. Aber ich wollte es mal erwähnen. Es ist eine sehr, also vom theoretischen Standpunkt her, eine faszinierende Idee. Osmosekraftwerke. Ja, dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Und zwar nicht unbedingt die Tiefengeothermie, aber die Geothermie insgesamt, also Erdwärme und Wärmepumpen. Die sind in der Zukunft vielleicht sogar noch bedeutender als heute schon für die Umsetzung der Energiewende. Das wäre jetzt also eigentlich keine exotische erneuerbare Energie wie die Osmosekraftwerke, sondern wirklich eine sehr wichtige Energieform. Geothermie. Also zunächst mal die Grundidee. Die Grundidee ist die folgende. Wir sitzen eigentlich auf einer sehr großen und sehr intensiven Wärmequelle und Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Erdölkraftwerke und so weiter, Gaskraftwerke sind eigentlich auch nur Wärmequellen. Die bräuchten wir eigentlich gar nicht, wenn es gelänge, die Erdwärme im Innern der Erde anzuzapfen. Hier haben wir mal so ein ganz schematisches Schnittbild der Erde. Wir haben hier also die Erdkruste, darauf sitzen wir, die ist eben ziemlich kühl. Ja? Also die Temperatur der Erdkruste, das werden wir gleich noch näher behandeln, die nimmt mit wachsender Tiefe immer mehr zu. Aber zunächst mal oben sind es vielleicht 10 Grad Celsius oder sowas in der Erde. Und dann geht es durch den oberen Mantel hoch auf 1500 Grad, unterer Mantel 2000 Grad. Und mit 2000 Grad oder 1500 Grad könnte man mit einer Dampfturbine schon also unglaubliche Mengen an Strom erzeugen. Und dann der äußere und innere Erdkern, da geht es dann hoch auf vielleicht, das weiß man nicht so genau, 5000 Grad Celsius. Wenn wir also tief genug bohren und irgendwie die Wärme nach oben transportieren könnten, zum Beispiel wenn man Wasser runterschickt, so wie ein Durchlauferhitzer und das kommt dann heiß wieder hoch, dann könnte man Dampfkraftwerke damit betreiben in schier unerschöpflicher Menge. Das ist die Idee, die Erdwärme nutzen. Tiefengeothermie ist das. Ja, achso, und hier oben steht es nochmal, wir haben also in der Erdkruste hier so einen Gradienten, eine Zunahme der Temperatur um 3 Grad pro 100 Meter. Ja, und das ist eben wieder das Dumme, da muss man eben ziemlich tief bohren, nämlich 150 Grad bei 5000 Metern, wenn man diesen normalen Gradienten hat, also diese normale Zunahme der Temperatur mit wachsender Tiefe. 5000 Meter tiefe Bohrung, das ist teuer und aufwendig. Und noch tiefer zu bohren als 5000 Meter, das wird immer schwieriger, denn wir haben gewaltige Drücke bei diesen Tiefen, die werden ja immer höher und dann ist das Gestein gar nicht mehr so fest, wie wir das kennen. Also wenn man jetzt ein Loch bohrt in einen Granitblock, dann ist ja gar kein Problem, da ein Loch reinzubohren und das bleibt auch ein Loch. Aber in dieser Tiefe, bei den hohen Temperaturen und bei diesen also sehr, sehr hohen Drücken, da verhält sich das Material fast plastisch. Das heißt, das Loch kann sich einfach wieder verschließen. Es wird also immer aufwendiger, schwieriger, so tief zu bohren. Unterhalb von 5000 Metern oder 7000 Metern, da wird es sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, der Bohrrekord, da weiß ich gar nicht, wo der liegt, aber ich denke mal, tiefer als 15 Kilometer oder so, und das ist ja nur ein winziger Bruchteil der 6000 Kilometer Erdradius. 15 Kilometer ist der Rekord. Tiefer hat noch nie jemand gebohrt, weil es einfach technisch schwierig bis unmöglich ist. Ja, man kann sich das vorstellen. Nicht? Also wenn man zum Beispiel in so eine Betonwand wie hier in meinem Keller, wenn man da ein 30 cm Loch bohrt, also 30 cm Tiefe, vielleicht 2 cm Durchmesser, da hat man schon ordentlich zu tun. Und wenn man 15 Kilometer langen Bohrer hat, ja, um so tief zu bohren, das kann man sich kaum vorstellen. Also 5 bis 7 Kilometer, das geht noch. Und dann hat man eben 150 oder vielleicht 200 Grad. Und bis das Wasser da mal oben ist, ist es schon abgekühlt. Und wir brauchen für ein Dampfkraftwerk eigentlich 300 Grad, damit wir einen einigermaßen akzeptablen eine Effizienz erreichen. Also ein Teil der hochgeförderten Wärmeenergie, der größer ist als ein Drittel oder sowas, wirklich in Strom umwandeln können. Also der Temperaturunterschied zwischen Raumtemperatur, also 20 Grad Celsius, und dieser
dieser Heißdampfquelle, der muss schon signifikant sein, sonst ist der Wirkungsgrad der Dampfturbine zu klein. Und das ist eben genau das Problem bei all diesen Versuchen, die Tiefengeothermie als Energiequelle auszunutzen. Man endet mit Wasserdampf oder Wasser, was vielleicht 100 oder beim Dampf dann vielleicht 150 Grad heiß ist, und davon lässt sich nur ein kleinerer Teil dann in Strom umwandeln. Das hat was mit diesem Carnot-Wirkungsgrad zu tun. Gut, also man muss sehr tief bohren und dann hat man trotzdem nur 150 oder 200 Grad heißen Dampf, wenn man wirklich eine sehr gute Situation hat. Also typisch ist eigentlich eher 100 Grad. Okay, und hier haben wir aus dem Lehrbuch jetzt nähere Beschreibungen, wie das ausschaut mit der Zunahme der Temperatur in der Erdkruste. Also Temperaturen im Erdinnern, also ich hatte unterschiedliche Angaben gefunden. Manchmal findet man 5000 Grad im Zentrum der Erde oder 10.000 Grad Celsius in 10 Kilometer Tiefe, dann 300 Grad Celsius. Also eigentlich müsste man 10 Kilometer tief bohren, aber das ist eben technisch sehr anspruchsvoll. Also 5000 Meter kann man gerade noch so machen. Und hier haben wir die Temperaturzunahme über den ganzen Radius der Erde, also bis zum Erdmittelpunkt. Hier geht es eben in diesem Lehrbuch dann mal bis 10.000 Grad. Und es gibt einen Unterschied, ob man auf dem Kontinent ist oder auf dem ozeanischen Untergrund. Im Ozean, da geht es erstmal ein ganzes Stück. Das sind hier die Tiefe hier in Kilometer, nicht etwa in Metern. 1.000 Kilometer, 2.000 Kilometer und so weiter. Macht einen Unterschied, ob man in die Erdkruste unter dem Ozean oder unter dem Kontinent reingeht. Und dann wird es hier eben im Zentrum der Erde sehr, sehr heiß. Für uns relevant ist hier das rechte Diagramm, da haben wir die Tiefenabhängigkeit diesmal in Metern, 500 Meter, 1000 Meter, 2000, 5000 Meter, und da geht es eben hoch auf 150 bis 200 Grad Celsius. Und da gibt es eine gewisse Temperaturleitfähigkeit des Gesteins, deswegen ist die Erde, die ist ja ganz alt, 4,6 Milliarden Jahre, und innen glüht sie immer noch. Ja, also die ist nicht abgekühlt, und das liegt eben an dieser sehr geringen Wärmeleitfähigkeit des Gesteins. Und die liegt hier bei 2 Watt pro Meter pro Grad Kelvin. Also pro Grad Kelvin Temperaturunterschied, pro Längendistanz durchs Gestein, Meter, gibt es eine Wärmeleitung von 2 Watt. Also wenn der Temperaturkontrast über einen Meter höher ist, sagen wir 2 Grad Kelvin oder Celsius, dann hat man halt 4 Watt. Ja, also je höher der Temperaturunterschied ist. Das ist also eine Angabe hier von den Einheiten her eines Energietransports durch das Gestein oder durch irgendeine Substanz, abhängig vom Temperaturgradienten vorne und hinten. Ja, 2 Watt pro Meter pro Grad Kelvin. Und das ist eben eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Wärme in der tiefen Geothermie in 3 oder 5 Kilometer Tiefe aus so einem Kubikkilometer Gestein irgendwie extrahiere, dann kommt es nur ganz langsam nachgeflossen. Das heißt, ich würde ja das Gestein abkühlen und dann ist irgendwann die Wärme weg. Ich habe sie geerntet und dann dauert es also schon dann vielleicht zig Jahre, bis sich das wieder aufgeheizt hat durch die nachströmende Wärme. Es ist also nicht wirklich eine erneuerbare Energie, sondern es ist eine Energie, die ich ernte. Sie ist schon erneuerbar, aber dann sind wir bei Zeitskalen von Jahrzehnten bis Jahrhunderten, bis das dann wieder warm geworden ist. Das kann man ausrechnen. Okay, aber dadurch kommt eben überhaupt dieser thermische Gradient zustande. Also, dass die Kruste so stark abgekühlt ist, aber sobald man also einige 10 Kilometer tief runtergeht, ist es sehr, sehr heiß. Ja, Temperaturgradient in den oberen Schichten ist 30 Grad Celsius auf 1000 Meter. Das ist so ein Richtwert, den kann man sich merken. 30 Grad Celsius auf 1000 Meter. Das bedeutet, in den tiefen Steinkohlebergwerken im Ruhrgebiet, wenn wir unter 1000 Meter gehen, da wird es richtig heiß. Das heißt, deswegen ist da, also das ist ein ganz schwieriges Arbeitsklima. Es ist feucht, weil es ist alles voller Grundwasser, nass. Und es ist sehr, sehr warm. Deswegen müssen in diesen Steinkohlebergwerken unter Tage, das muss bewettert werden, da muss also ständig Frischluft durchgeflutet werden, damit die Menschen da überhaupt arbeiten können, wegen dieser Hitze. Aber die Hitze reicht eben eigentlich nicht aus, 30 Grad ist nicht genug, um jetzt meinetwegen wirklich ein Kraftwerk damit zu betreiben. Vielleicht noch als Information, nur ein Drittel davon, von dieser existierenden Erdwärme, ist tatsächlich der Wärmetransport, den ich gerade eben so betont habe. Zwei Drittel stammen aus radioaktiven Zerfällen. Es sind so große Volumina, dass das bisschen an Uran und Thorium, was im Gestein, im tiefen Gestein enthalten ist, dass das durch die radioaktiven Zerfälle so eine Erwärmung bewirkt. Das heißt, ein Teil der Erdwärme, sogar der größere Teil, stammt tatsächlich nicht mehr aus dem Abkühlprozess oder aus der Entstehungsphase des
Sonnensystems, sondern wird immer wieder neu aus radioaktiven Zerfällen erzeugt. Wobei natürlich die Konzentration von diesen radioaktiven Isotopen, die nimmt mit der Zeit ab. Ja, Uran-235 mit einer Halbwertszeit von ungefähr 1 Milliarde Jahre, das ist eben schon sehr viel weniger geworden. Es ist also auch nicht wirklich eine erneuerbare Energie, aber das reicht auf Zeitskalen von Milliarden Jahren. Also 2/3 der Erdwärme stammen tatsächlich aus radioaktiven Zerfällen. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass das Tiefengestein in 5 Kilometer Tiefe rund 200 Grad Celsius heiß ist und dass man damit eigentlich eine Dampfturbine betreiben könnte. Eigentlich, weil die technischen Schwierigkeiten sind eben leider viel größer, als ich es vor 10 Jahren oder so gedacht habe. Und heute sind nur relativ wenige Geothermiekraftwerke tatsächlich im Betrieb. Es gibt allerdings sogenannte geothermale Anomalien, da wo dieser Gradient, die Temperaturzunahme mit wachsender Tiefe, deutlich größer ist, zum Beispiel in solchen vulkanischen Regionen. Und vielleicht eine der bekanntesten, hier hat man so diese gelben Dreiecke hier, das sind aktive Vulkane. Holozän ist das aktuelle Erdzeitalter seit dem Ende der letzten Eiszeit. Also gelbe Dreiecke, Holozän, Vulkanos, inaktiv, also die sind inaktiv. Ja. Und dann gibt es hier die violetten, die sind aktiv, also aus den letzten 10.000 Jahren. Und wir sehen hier vor lauter Dreiecken Island nicht, da sind also auch violette Dreiecke dabei, aber gelbe, es gibt also auch aktive Vulkane. Und Island liegt aber genau auf so einer Grenze hier, der mittelatlantischen Schwelle, zwischen tektonischen Platten des Erdmantels oder der Erdkruste. Und die bewegen sich und an den Grenzen, da haben wir einen höheren Gradienten. Das heißt, man muss gar nicht so tief bohren und kommt sofort in heiße Regionen, wo es da vielleicht sogar Lava gibt. Und deswegen gewinnt Island einen Teil natürlich aus Wasserkraft von Strom, aber auch eben Wärme und Elektrizität aus vulkanischer, also aus Geothermie, weil es eben gar nicht so tiefe Bohrungen braucht, um an die Erdwärme heranzukommen. Und das gilt ja auch für den Westen der USA, also Kalifornien, da haben wir Yellowstone Park zum Beispiel, da gibt es Vulkane, also Geysire und alles Mögliche, man muss nicht tief bohren und hat Heißdampf, das heißt Dampf, der deutlich wärmer ist als 100 Grad Celsius, das nennt man Überhitzen oder auch Heißdampf. Und dann gibt es hier eben noch im Meer, das ist der Pazifische Ozean, da kommt man praktisch nicht hin. Da gibt es auch nochmal diese Grenzen zwischen den verschiedenen Erdschollen. Und da könnte man also auch, aber das ist eben am Meeresboden, müsste man nicht so tief bohren und käme sofort in sehr heiße Zonen. Und das gibt es hier überall, auch um den ganzen Pazifischen Ozean herum, überall diese gelben Dreiecke, das ist der Rim of Fire. Das ist der Rand oder die Zone von Vulkanen rund um den Pazifischen Ozean und hier auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans. Und überall da, wo wir Vulkane haben, auch in Italien zum Beispiel, der Ätna oder Vesuv, da ist diese Tiefengeothermie, die Erdwärme, leichter zugänglich. Man muss nicht 5 Kilometer tief bohren. Da könnte man also schon eher über die Nutzung, großtechnische Nutzung der Tiefengeothermie, der Erdwärme, im wahrsten Sinne des Wortes, die Wärme aus dem Erdinnern, das wirklich nutzen. Also es gibt hier Zonen, da ist es günstiger, aber in Deutschland ist es oder in der Schweiz ist es leider ein bisschen schwieriger. Wir haben hier in Mitteleuropa keine aktiven Vulkane oder solche Geysirfelder oder sowas. Also das ist hier, da gibt es zwar Bereiche, wo es ein bisschen ins Rote geht, da ist der Gradient schon ein bisschen größer, aber nicht allzu viele und auch nicht so stark. Es gibt 2 Arten des Erntens der Tiefengeothermie, der Erdwärme, also des Erntens der Erdwärme. Das eine ist hydrothermal. Man nutzt aus, dass man in einer bestimmten Tiefe eine wasserdurchlässige Schicht hat, die vielleicht auch dann Grundwasser führt. Das wäre hier also zum Beispiel ein Malmkalk. Das ist so eine bestimmte Sedimentschicht, die ist porös und da drin fließt Grundwasser. Und wenn das tief genug ist, also hier zum Beispiel in 4 Kilometer Tiefe, das gilt für Süddeutschland oder auch bestimmte Teile der Schweiz, da haben wir solche Malmkalke, dann kann man da kaltes Wasser runterleiten und das warme Wasser, das erwärmt sich dann und an einer anderen Stelle das warme Wasser wieder hochfördern. Und das ist also so ein Durchlauferhitzer. Ja? Und dazu braucht man jetzt kein Problem, das Gestein muss man nicht rissig machen, wie hier bei der petrothermalen Geothermie, da kommen wir gleich zu. Aber hier sind die Risse schon da, es ist
ein leitfähiges, also wasserleitfähiges, poröses Material und ich kann die Wärme, die Erdwärme, die da überall vorhanden ist, die kann ich also hochfördern mit Wasser, also kaltes Wasser runter und in ein paar hundert Meter Entfernung heißes Wasser oder Wasserdampf sogar wieder hochfördern. 4 Kilometer Tiefe, 150 Grad. Die Situation haben wir zum Beispiel in der Nähe von München. Also so ein Malmkalk. Und die andere Methode ist, wir haben festes Tiefengestein, also keine Sedimentbecken, sondern einfach Sockelgebirge. Das ist Granit. Der ist nicht wasserdurchlässig. Den muss ich wasserdurchlässig machen. Und da brauchen wir dieses berühmte Fracking, was ja also zum Beispiel vom Fördern von unkonventionellen Erdgaslagerstätten oder Erdöl in den USA zum Beispiel sehr intensiv genutzt wird. Da haben wir also Erdgas- oder Erdöllagerstätten in bestimmten Gesteinsformationen mit Poren. Da ist das Erdgas und das Erdöl drin, aber die Poren sind nicht verbunden. Und dann macht man mit Druckstößen, man gibt also eine Bohrung runter und gibt Druckstöße hinein mit sehr hohem Druck und macht das Gestein aktiv rissig. Das geht. Und dann wird es eigentlich durchlässig für Wasser, also auch für Wassermalmkalke hier, obwohl es Granit ist und kann die Wärme aus einem Gesteinsblock von einem Volumen mit vielleicht einem Kubikkilometer rausernten, bis der sich abgekühlt hat. Das geht aber über Jahre. Also da hätte man also hier zwei Förderbohrungen und eine Injektionsbohrung. Das ist also eigentlich trocken. Ich muss also Wasser runterdrücken. Das fließt dann durch diese Poren zu den Förder- oder Produktionsbohrungen und dann kann ich hier oben über einen Wärmetauscher, dieses Wasser ist typischerweise sehr stark nicht kontaminiert, aber da sind Gesteinsbrocken drin und alles mögliche an gelösten Salzen. Ich muss das dann über einen Wärmetauscher an einen Primär- oder sekundären Wärmekreislauf oder Dampfkreislauf übergeben und kann dann mit einer Dampfturbine da elektrischen Strom gewinnen. Aber ich muss diese Risse in diesem eigentlich erstmal trockenen, massiven Granitgestein erzeugen. Und das geht eben mit dem Fracking. Zwei verschiedene Methoden, hydrothermal und petrothermal. Und darüber will ich jetzt näher berichten, denn vor 10 oder 15 Jahren war ich mal vollkommen begeistert von dieser Methode. Aber es gab dann eben eine Ernüchterung, wie übrigens so häufig bei all diesen Methoden, Ideen zur Energieerzeugung, weil es dann eben doch gravierende Probleme in der praktischen Umsetzung gibt. Ja, und das berühmteste Beispiel, was schon seit 50 Jahren oder so existiert, ist das Geothermiekraftwerk The Geysers in den USA. Da tatsächlich sind es im Augenblick 18 Kraftwerke, einige wurden schon stillgelegt und neue wurden gebaut. Dieses sehr dicht unter der Oberfläche befindliche Magma, die Hitze dort eigentlich anzapfen. Wir haben es da also mit einer Region zu tun, in der wir einen natürlichen Vulkanismus haben, also Geysire, Schlammvulkane und sowas, das gibt es da alles in der Nähe vom Yellowstone Park, das ist in Kalifornien, nördlich von San Francisco, glaube ich. Und das kann man dann anbohren. Und wir haben mit 18 Kraftwerken, das sind also alles relativ kleine Kraftwerke, die über diese Region, einige 10, 100 Quadratkilometer groß, verteilt sind. Die machen insgesamt in der Summe 1,6 Gigawatt, also so viel wie 1,6 große Kraftwerksblöcke eines Kohlekraftwerks und im Jahr 6,5 Terawattstunden. Ja, jedes einzelne ist etwa ziemlich genau ein Zehntel so groß wie ein Kraftwerksblock von so einem normalen Kraftwerk und das ist eben die typische Größe auch von den Gezeitenkraftwerken oder vielen anderen erneuerbaren Energienkraftwerken, immer ungefähr ein Zehntel oder zwei Zehntel so groß wie ein Kraftwerksblock, also 100 bis 200 Megawatt. Auch dieses hier, das ist eines von den 16. Alle 16 zusammen 1,6 Gigawatt und 6,5 Terawattstunden. Insgesamt 370 Bohrungen bis sogar, also sie müssen trotzdem so tief bohren, obwohl es eine vulkanisch aktive Region ist, bis in 3600 Meter Tiefe. Und so eine Bohrung ist teuer. Und es gibt dann immer wieder Bohrungen, da funktioniert es nicht, die müssen also aufgegeben werden aus dem einen oder anderen Grund, Wassereinbruch oder sonst was. Oder es gibt da geologische Instabilitäten, die Bohrung geht verloren, da gibt es plötzlich eine Verschiebung und dann ist die Bohrung nicht mehr zusammenhängend. Da sind also viele Bohrungen auch, die fehlgeschlagen sind, Sondierungsbohrungen. Ja, ich lese mir unten den Text vor. The first geothermal power plants in the US were built in 1962. Also so lange gibt es schon diese The Geysers. At The Geysers Dry Steam Field. Das ist also Heißdampf, der ist trocken sogar. In Northern California. It is still the largest producing geothermal field in the world.
Also es ist immer noch das Größte, es wurde nicht übertroffen. Es ist halt auch eine geologisch sehr günstige Region, in der es relativ einfach ist und auch stabil, ohne dass es ständig Erdbeben und Vulkanausbrüche gibt. So wie in Island ist das ein bisschen schwieriger, da ist der ganze Boden ist nicht so besonders stabil. Da muss man also schon sehr vorsichtig sein mit solchen Bohrungen und tatsächlich die Kraftwerke an die richtigen Stellen setzen. Da gelingt es aber auch, ist aber schwieriger, weil es instabiler ist. Aber in der Geysers ist es eben besonders günstig. 1,6 Gigawatt. Und das ist hier so eine Schemazeichnung von der Homepage of the Geysers. Und da finden wir das hier. Also wir haben hier unten, das ist Magma, also das ist dann 10 Kilometer tief oder sowas. Und hier haben wir ein permeables, also wasserdurchlässiges Reservoir. Und das ist so heiß, dass das Grundwasser trotz des hohen Drucks, das ist ja da unter Druck, in 3 Kilometer Tiefe sind 300 Bar sogar, das ist ein sehr hoher Druck. Permeables Reservoir, da haben wir Heißdampf. Und da kommt also oben bei so einer Förderbohrung, das ist eine Förderbohrung, Generating Units Use Steam Energy. Also hier, das wird direkt angetrieben. Dann haben wir hier andere Bohrungen, die den Dampf dann überleiten zu der Zentrale, wo die Dampfturbinen stehen. Hier, Wells top steam and conduct it to the surface. Und es gibt natürliche Öffnungen hier. Und das sind dann Hot Springs, also heiße Quellen oder Fumarolen, wo also heißer Dampf rausfaucht. Und es muss einen Deckelstein geben, was diesen Heißdampf, der unter Druck steht, eben tatsächlich versiegelt. Sonst würde der ja einfach zur Oberfläche entweichen. Das sind also ungewöhnlich günstige Bedingungen da in Nordkalifornien. Und die haben eben an die 300, 400 oder sogar 500 Bohrungen, allein sind eben fehlgeschlagen oder wurden inzwischen aufgegeben, haben die runtergesenkt in 3 Kilometer Tiefe, um an diesen Heißdampf heranzukommen. Aber es ist sehr erfolgreich und es wird eben seit, das sind 60 Jahre, ja ungefähr 60 Jahre, die das schon genutzt wird. Und ich habe hier auch wieder einen kleinen Movie, den will ich hier wieder einbauen, von diesen Geothermal, also Kalifornien ist das, Cal Energies Geothermal Power Plants. Es gibt so einen kleinen Eindruck hier mal. Welcome to one of Cal Energies Geothermal Power Plants. Unlike other power plants that rely on coal or other fossil fuels to create electricity for homes and businesses, geothermal power plants use superheated fluids from the Earth's geothermal resources to generate electricity. The natural heat of the Earth creates geothermal resources. This heat comes from molten rock called magma, located at the Earth's core, deep below the geothermal resource. Over thousands of years, rainwater seeps through cracks in the Earth's surface and collects in underground reservoirs. The magma heats the water until it becomes a superheated fluid. To reach the superheated fluid, wells are drilled 5,000 to 10,000 feet below the surface of the Earth. These wells, called production wells, bring the superheated fluid to the Earth's surface, where it can be used to generate electricity for homes and businesses. This geothermal power plant uses crystallizer reactor clarifier technology, a process that turns the geothermal superheated fluid into steam while removing solids from it. The steam is used to drive a turbine and generate electricity. All remaining geothermal fluids are injected back into the reservoir for reuse. Under its own pressure, superheated fluid from the geothermal resource flows naturally to the surface through production wells. As the liquid flows toward the surface, the pressure decreases, causing a small portion of the fluid still within the well to separate or flash into steam. At the surface, the superheated fluid and steam mixture flows through surface pipelines and into a wellhead separator. Inside the separator, the pressure of the superheated fluid is reduced. This causes a large amount of the superheated fluid to rapidly vaporize and flash into high-pressure steam. The geothermal fluid that is not flashed into steam in the wellhead separator flows to a second vessel called a standard pressure crystallizer, where an additional amount of standard pressure steam is produced. The flash process continues in the low-pressure crystallizer. The remaining fluid is again flashed, this time at a lower pressure to produce low-pressure steam. All of the low-pressure, standard pressure, and high-pressure steam is delivered to a turbine.
The fluid that is not flashed into steam flows into the reactor clarifier system and is then returned to the geothermal reservoir through injection wells. Turbines are the primary piece of equipment used to transform geothermal energy into mechanical energy. Pressurized steam created from the geothermal superheated fluid flows through pipelines to large steam turbines. The force and energy in the steam is used to spin the turbine blades. The turbines turn a shaft directly connected to an electrical generator. An electrical charge is created when magnets rotate within the generator. Large copper bars carry the electrical charge to a step-up transformer outside the plant. Within the transformer, the voltage is increased before the power is sent to the power lines that carry it to homes and businesses. Geothermal energy is a sustainable resource because with proper management, a geothermal resource can remain a renewable source of energy. Water trapped deep within the earth will naturally replace the superheated fluid that is drawn from the geothermal resource through surface wells. However, it is possible to deplete the geothermal resource by removing fluid faster than it can be naturally replaced. To help prevent this, the steam used in the geothermal power plant passes through a condenser that turns it back into fluid. At this stage, it's possible to recover minerals from the geothermal fluid before it's injected back into the earth. This condensed fluid, along with the fluid that did not flash to steam, is injected back into the underground reservoir. Magma naturally reheats the fluid so it can be used again. Ja, das war mein kleiner Film über The Geysers. Und es gibt es an vielen Stellen in der Welt ähnliche Überlegungen, wo wir ähnlich günstige geologische Bedingungen haben für das Ernten der Erdwärme. Und eine zweite Stelle ist hier in, ja, das ist im Süden von Großbritannien. Da gibt es eine Überlegung, ebenfalls die Erdwärme anzuzapfen. Allerdings nicht, weil es da Vulkanismus gibt, sondern da geht es einfach um warmes oder heißes Gestein. Da muss man also tief bohren und dann mit Fracking Risse machen. Das wäre also diese petrothermale Tiefengeothermie. Und da gibt es einen Lehrfilm hier, United Downs Deep Geothermal Explainer. Und da habe ich hier mal ein kleines Stück auch in die Vorlesung von diesem Movie reingeschnitten. Various forms of renewable energy can be found everywhere in the UK, and Cornwall is blessed with more than most. We already generate about a third of our energy from renewable sources, mainly wind and solar. With the help of funding from the European Regional Development Fund and Cornwall Council, we are closer to unlocking the geothermal potential of Cornwall with the United Downs Deep Geothermal Power Project. By 2030, Cornwall hopes to have 100% of its electricity generated from renewable energy sources, with geothermal adding to the energy mix. But what is geothermal energy? Geo means earth, thermal means heat. Therefore, geothermal energy is heat from the earth. And the deeper you go, the hotter it gets. In areas close to tectonic plate boundaries, geothermal energy has been used for decades to provide renewable electricity and heat. These places have a higher geothermal gradient, making it easier to reach useful temperatures with shallower drilling. Drilling is often the most significant cost in a geothermal project, so having high geothermal gradients is important for commercial geothermal developments. Iceland's a good example of a country which uses this conventional type of geothermal energy. It sits on top of the Mid-Atlantic Ridge and is very volcanic. Underground reservoirs of steam and hot water are tapped to provide a quarter of the country's electricity, more than 80% of its heating needs. Geothermal energy can also be used in places that are not near plate boundaries, as long as the geothermal gradient is still high and the rocks have enough permeability. Cornwall has a long history of geothermal exploration, and it's been known for many years that the rocks under Cornwall are hotter than anywhere else in the UK. The geothermal gradient is much higher here than the UK average, thanks to the composition of our granite. The radioactive decay of uranium, thorium and potassium isotopes makes it naturally heat producing. Cornwall has a lot of granite,
And most people are familiar with places where it outcrops at the surface. Bodmin Moor, St Austell, Cameron Ellis, Land's End and the Isles of Scilly. These outcrops are joined together underneath the surface by the Cornubian Batholith, a huge granite intrusion which stretches for the entire length of the county. Cornwall owes much of its mineral wealth to the intrusion of this batholith. As hot fluids escaping the granite carried and then deposited tin, copper and other metals into lode structures in the surrounding rock. Throughout Cornwall's mining history, certain geological features in the mines, the cross courses, were known to be highly fractured and very wet. In fact, these features belong to a family of faults that cut across the county from northwest to southeast, and they represent permeable targets that have the potential to host geothermal reservoirs. The United Downs Deep Geothermal Project aims to intersect one of these targets, the Porthtowan Fault Zone, which extends from Porthtowan on the north coast to Falmouth on the south coast. To intersect the Porthtowan Fault Zone at the right temperature, we have to drill two very deep holes called wells. First, we will drill the injection well to a depth of 2,500 metres. This will allow us to confirm the geometry and nature of the fracture system in detail, before drilling the deeper production well to a depth of 4,500 metres. The wells will be vertical to start with, but then steered towards the southwest to intersect the fault zone at the optimum angle and depth. They will be lined with steel casing over most of the lengths, leaving just the deepest sections open to allow water circulation through the reservoir. We expect the water temperature at the bottom of the production well to be about 190 degrees Celsius. It will be pumped to the surface and passed through a heat exchanger before being put back into the reservoir through the injection well. The system will operate as a continuous closed-loop circulation, mining heat from the rocks for up to 25 years. The heat energy extracted at surface will be converted to electricity in a small pilot power plant, capable of producing between 1 and 3 megawatts of electricity. Geothermal energy has many advantages over other energy sources, even some other renewable sources. It's clean, natural and sustainable. It has low impact above ground and uses only a small amount of land. It has low or zero greenhouse gas emissions and can provide both electricity and heat continuously. Okay, bei diesem britischen Projekt, diesen Lehrfilm, den wir gerade geschaut haben, da geht es allerdings um etwas Geplantes. Das existiert heute im Jahr 2021 noch nicht. Es sind Pläne. Es gibt eine ganze Menge geothermische Kraftwerke, alle in der Größenordnung von einigen zig Megawatt, also vielleicht mal 100 Megawatt. Und The Geysers, das ist hier eine etwas alte Liste aus dem Lehrbuch auch. Es gibt inzwischen neue, aber viele findet man noch, die existieren also noch. Es gibt einen Überblick hier, ist ungefähr 2005 gewesen hier. The Geysers, also das Größte mit insgesamt 900 Megawatt elektrischer Leistung zu dem Zeitpunkt. Heute sind es 1600 Megawatt. Und dann haben wir hier in Larderello in Italien und in Travale in Italien haben wir geothermische Kraftwerke. Aber hier weiter unten geht die elektrische Leistung schon sehr nach unten. Also um mitreden zu können, brauchen wir eigentlich immer mindestens 100 Megawatt, besser 1 Gigawatt. Und hier haben wir nochmal ein großes, das ist in Neuseeland, Wairakei oder Kei. Da gibt es inzwischen neues, das heißt ein bisschen anders, aber das ist nach wie vor in Betrieb. Da wird also geothermische Energie in Neuseeland geerntet, ähnlich wie in Island oder in Italien haben wir in Neuseeland allerhand Vulkanismus. Und das liegt eben, das gehört mit zu diesem Rim of Fire um den Pazifischen Ozean herum. Da ist also nochmal ein großes geothermisches Kraftwerk in Neuseeland oder es sind mehrere Kraftwerke, die zusammen dann diese elektrische Leistung erbringen. Ja, ansonsten ist es aber eine Energieform, die bisher relativ wenig genutzt wird. Die Frage ist, ob man das zum Beispiel in Ländern wie Deutschland und in der Schweiz nutzen könnte. Und das Fracking ist problematisch, das werde ich gleich noch erzählen. Das könnte zum Beispiel zu kleinen Erdbeben führen. Also wenn man wirklich den Gesteinssockel, wenn man die Wärme, die darin enthalten ist, ernten will. Leichter ist es, wenn ich ohnehin in dieser Tiefe von, sagen wir, 5 Kilometern eine wasserführende Schicht oder wasserdurchlässige Schicht habe. Und das ist so in 3000 bis 7000 Meter Tiefe, da geht es dann bis 180 Grad Celsius hoch.
wasserdurchlässige Schicht ist da, und zwar eben diese Malmkalke. Also was das genau ist, das kann man sich anschauen. Es ist jedenfalls eine poröse Schicht, und da unten, wenn sie tief genug ist, ist sie einfach heiß. Egal, ob sie porös ist oder nicht. Die Erdwärme ist da vorhanden. Das ist oberer Muschelkalk, ist also eine Sedimentschicht, und ich kann da eben an einer Stelle Wasser reinschicken und dann kommt es an einer anderen Stelle heiß, als heißer Dampf wieder raus. Und das ist auch in der Schweiz so, in bestimmten Zonen in der Nordschweiz, oberer Muschelkalk im Norden. In anderen Teilen der Schweiz haben wir es allerdings mit dem kristallinen Sockelgebirge zu tun, und da geht es eben nur mit dem Fracking. Da muss ich künstlich Risse erzeugen. Aber in anderen Teilen geht es eben ähnlich wie in Süddeutschland mit diesem Malm, mit dieser wasserdurchlässigen Schicht. So, und hier haben wir mal ein Bild, da gibt es in Sauerlach, das ist im Süden von München, gibt es ein geothermisches Kraftwerk, Größenordnung ungefähr 50 Megawatt elektrische Leistung, und da kommen aus einer Tiefe, hier kann man es glaube ich sehen, da haben wir diesen Malmkalk, der wasserdurchlässig ist, hier blau gefärbt, da haben wir eine Tiefe von, ja, es geht runter bis fast auf 5000 Meter, und wir haben hier unten in dem unteren Bereich der Schicht eine Temperatur von, hier wird sogar genau angegeben, 143 Grad Celsius, und das ist eben die Temperatur, mit der da dieser Wasserdampf herauskommt. Das sind 110 Liter pro Sekunde und 140 Grad, und damit kann man eben tatsächlich dann schon einen Teil dieser Wärmemenge in elektrische Energie umwandeln. Allerdings ist das Temperaturniveau, obwohl es jetzt heiß klingt, aber es ist eigentlich zu niedrig, um wirklich 50% Wirkungsgrad oder sowas zu erreichen, sondern Wirkungsgrad liegt wegen des niedrigen Temperatur, die heiße Temperatur, Carnot-Wirkungsgrad ist eben relativ niedrig, und dann kriege ich eben vielleicht nur einen Wirkungsgrad von 20-25% Umformung in elektrische Energie hin, und der Rest ist dann Abwärme. Es macht also eigentlich mehr Sinn, diese Tiefengeothermie, wenn es nicht heiß genug ist, dann einfach zum Heizen zu verwenden und nicht zur Umwandlung in elektrische Energie. Und das wird auch in Island zum Beispiel sehr viel gemacht. Da werden die Gewächshäuser mit heißem Dampf aus dem Untergrund geheizt. Hier aber eben ein elektrisches Kraftwerk, also zumindest ein Teil wird in Strom umgewandelt, südlich von München. Und da wird eben hier tatsächlich diese Malmschicht genutzt, und die sinkt immer tiefer ab, je weiter wir nach Süden kommen. Und hier ist gezeigt eine Bohrung weiter im Süden von München, die geht runter bis auf 6000 Meter Tiefe. Aber da reichen wir auch, weil sie ist zwar tiefer, aber trotzdem nur 140 Grad Celsius. Das liegt daran, dass die Wärmeleitfähigkeit nicht überall die gleiche ist, sodass wir an bestimmten Stellen nicht so tief bohren müssen, aber immer 5 Kilometer ungefähr, und kriegen 140 Grad, und an anderen Stellen bohren wir genauso tief und kriegen vielleicht 150 Grad, weil da die thermische Leitfähigkeit günstiger ist für die Wärme aus den noch tieferen Zonen der Erde. Also jedenfalls in Sauerlach ein erfolgreiches Kraftwerk der tiefen Geothermie auf der Basis von einer Malmschicht, die ohnehin wasserdurchlässig ist. Und in der Schweiz haben wir diese Schicht auch, dieselbe Schicht. Und hier haben wir einen Schnitt von Laufenburg quer, das ist an der deutschen Grenze, weiter nach Süden, nach Großwindgellen. Das ist das A-Massiv. Und wir sehen hier, dass es da allerhand geologische Störungen gibt, also solche Risse hier im Untergrund, wo die Schichtabfolge gestört ist. Aber wir sehen hier also bis zu einer Tiefe, und hier ist die Tiefe angegeben, das sind also schon 2 Kilometer hier, erreichen wir gerade mal 100 Grad. Das reicht nicht für die Stromerzeugung. Wir müssen also hier unter 5 Kilometer tief bohren, um in diese Malmschicht reinzukommen, und können dann also bis 200 Grad Celsius hier Temperatur ernten. Aber das sind 6 Kilometer. Und das geht in bestimmten Zonen hier in der Nähe, ja, in dieser Schnittmenge auch in diese Malmschicht hinein. Und soviel ich weiß, gibt es aber in der Schweiz kein Geothermiekraftwerk, also keinen Versuch, ähnlich wie in Sauerlach, direkt diese wasserdurchlässige Schicht zu nutzen. Da hätte man eben den Vorteil, dass man kein Fracking braucht. Anders sieht es mit dem Hot-Dry-Rock-Verfahren aus. Das ist also das gleiche Bild, oder ein sehr ähnliches Bild, habe ich gerade schon gezeigt. Petrothermale Tiefengeothermie. Wir haben ein wasserundurchlässiges Gebirgssockel, und um die Wärme zu ernten, muss ich Risse reinmachen, dann schicke ich kaltes Wasser runter, und durch die Risse wird es erhitzt und kommt an einer anderen Stelle, dann so ein paar hundert Meter entfernt, kommt es dann wieder raus. Also hier nochmal das gleiche oder ein ähnliches Bild, wie ich es gerade gezeigt habe. Und das nennt man Hot-Dry-Rock-Verfahren. Und hier ist eine nähere Erklärung, wie das geschieht. Und das Entscheidende ist, dass man hydraulisch mit dem Fracking
Risse erzeugen muss. Ich lese mal ein bisschen von dem Text hier vor. Zwischen den Bohrungen werden mit Wasserdruck, also hydraulisches Fracking, Fließwege aufgebrochen oder vorhandene aufgeweitet. So wird eine Art unterirdischer Wärmetauscher erzeugt, in denen von der Oberfläche eingepresstes Wasser sich erhitzen kann, um wieder nach oben gefördert eine Turbine anzutreiben. Die Zirkulation in HDR-Systemen, also Hot Dry Rock System, erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf. Dieser steht so unter Druck, dass das Sieden der Wärmeträgerflüssigkeit verhindert wird. Dampf entsteht also erst nach der Turbine und so weiter und so fort. Das sind technische Details, aber die Idee ist, dass ich da unten Risse erzeuge. Und das wurde in der Schweiz versucht und auch in bestimmten anderen Stellen, glaube ich, in Deutschland und ist gescheitert, weil es nämlich zu Erdbeben führen kann. In bestimmten Zonen haben wir also eine höhere thermische Leitfähigkeit. Das hängt eben an der geologischen Geschichte, der Faltung der Alpen und allem Möglichen hat das zu tun, warum es nur an bestimmten Stellen da wärmer ist, in der gleichen Tiefe, wo es an anderen Stellen dann kälter ist. Und das Entscheidende ist hier die Wärmestromdichte im Milliwatt pro Quadratmeter. Also wie viel Wärme von unten tatsächlich nach oben strömt. Wenn es mehr Wärme ist, die Wärmeleitfähigkeit besser ist, dann ist es entsprechend wärmer in geringeren Tiefen. Und wir haben hier für die Schweiz eben, also speziell in der Nordschweiz, haben wir hier Zonen, zum Beispiel um St. Gallen herum, hier bis in den Thurgau, aber auch hier in Zonen nahe der deutschen Grenze am Verlauf des Rheins, hier an der Grenze entlang zu Deutschland. Und da in Bad Zurzach zum Beispiel, das ist hier in der Nähe, da haben wir sogar eben ein Thermalbad, wo aus natürlichen Gründen warmes Wasser nach oben dringt. Und da könnte man dieses Hot-Dry-Rock-Verfahren anwenden. Und das wurde auch in der Nähe von St. Gallen und auch in der Nähe von Basel probiert. Aber mit Folgen, die letztlich dazu führten, dass diese Forschungsprojekte, das waren noch Forschungsentwicklungsprojekte im Hot-Dry-Rock-Verfahren aufgegeben wurden. Und zwar, hier haben wir einen Artikel aus dem St. Galler Tagblatt, der zurückblickt auf das Ende dieses Forschungsprojektes, Tiefengeothermie zu betreiben. Der Tag, als es St. Gallen durchschüttelte. Vor 5 Jahren bebte wegen des Geothermie-Projekts die Erde. Und das war, also erschienen ist der Artikel hier, wo, hier steht das Datum gar nicht. Also das war am 20. Juli 2013. Da gab es ein kleines Erdbeben, was die Menschen verursacht haben. Also genau diese Leute, die dieses Tiefengeothermie-Projekt durchgeführt haben. Es waren dramatische Tage in Sittertobel. Nachdem am Vortrag der Druck im Bohrloch des Geothermie-Projektes zeitweise stark angestiegen war, erschütterte am 20. Juli 2013 ein Erdstoß die Region St. Gallen. Es war der Anfang vom Ende dieses Pionierprojekts. Ja, es sind also wieder mal eine Energieerzeugungsform, die also schädliche Nebenwirkungen hat und das Fracking führt eben zu oder kann unter bestimmten geologischen Bedingungen zu kleineren Erdbeben der Größe 2 oder 3 führen. Es gab kleinere Schäden durch dieses Erdbeben, aber keine großen Schäden, aber trotzdem wurde dann das Projekt, weil Erdbeben sind eben eine gefährliche Sache, es wurde dann aufgegeben. Obwohl eigentlich die Idee, dass wir auf einem enorm heißen Reservoir von Wärme sitzen in 10 Kilometer Tiefe, diese Idee eigentlich sehr gut ist. Aber die technischen Schwierigkeiten haben zumindest bei dieser petrothermalen Geothermie oder sie heißt eben auch Hot-Dry-Rock-Verfahren, die technische Umsetzung führte zum Scheitern dieses ganzen Ansatzes, zumindest in der Schweiz und in Deutschland. Eine ganz andere Form der Geothermie ist äußerst erfolgreich, auch im Rahmen der Energiewende. Da geht es nicht tief nach unten, sondern höchstens mal 10 Meter oder vielleicht mal 100 Meter. Und es ist nicht das Ernten der Erdwärme, sondern da wird die Erde, der Untergrund, lediglich als Wärmepuffer zwischen Sommer und Winter genutzt. Und man nutzt Wärmepumpen, um das Eigenheim zu heizen. Ist also sehr stark dezentral. Es gibt lauter kleine, nur für ein Familienhaus geeignete oder ein Mehrfamilienhaus geeignete Einheiten. Und das ist die geothermische Energie für das Eigenheim. Die Schlüsseltechnologie ist da die Wärmepumpe. Und darüber möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen näher berichten, weil das wirklich was Wichtiges ist für die Energiewende. Im Folgenden geht es also nicht unbedingt um Geothermie und schon gar keine Tiefengeothermie, sondern eher um Wärmepumpen, Erdwärmepumpen, aber die gibt es auch mit Wasser und mit Luft. Also das Prinzip ist das Folgende.
Wärmereservoir wird benötigt, also das ist jetzt nicht warm, sondern es muss ungefähr, reicht vielleicht 0 Grad Celsius oder sowas. Erdreich, See, also auch eine Wassermenge würde genügen als Wärmepuffer, ein Fluss oder die Umgebungsluft, das wäre dann eine Luftwärmepumpe. Wärmepumpe ergibt mehrere Kilowattstunden pro elektrischer Kilowattstunde. Also im Gegensatz zu einer elektrischen Heizung, wo ich einfach so einen kleinen Heizlüfter mir in den Raum stelle, verbrauche elektrischen Strom eine Kilowattstunde. Wenn ich mit einem Kilowatt heize für eine Stunde, ist das eine Kilowattstunde und dann wird es in meinem Raum eben genau um eine Kilowattstunde Wärmeenergie wärmer. Das heißt, ich habe die elektrische Energie einfach nur in Wärme umgewandelt und das ist eigentlich so eine Verschwendung, weil elektrische Energie kann mehr. Zum Beispiel kann sie eben Wärme pumpen. Ich kann also mit einer Kilowattstunde elektrischer Leistung, mit einer Wärmepumpe, 2, 3 oder 4 Kilowattstunden Wärme, und das ist eben auch, Wärme ist auch in einem Wasser, was vielleicht 4 Grad Celsius kalt ist. Das empfinden wir als kaltes Wasser, aber es ist ja trotzdem ein Haufen Wärme in diesem Wasser, denn der absolute Nullpunkt, wo gar keine Wärme mehr drin ist, der ist bei minus 273 Grad Celsius. Das heißt, auch in 0 Grad kaltem Wasser ist jede Menge Wärme drin, nur auf einem niedrigeren Niveau. Und ich kann mit Elektrizität, mit so einer intelligenten Energie, kann ich Wärme nehmen, sagen wir mal 4 Kilowattstunden an Wärmeenergie aus kaltem Wasser und die hochpumpen auf ein höheres Temperaturniveau. Ich nehme also diese schon vorhandene Wärme relativ hoch gegenüber dem absoluten Nullpunkt und pumpe sie hoch von diesen 300 Grad Kelvin oder 270 Grad Kelvin auf, sagen wir, 300 Grad Kelvin. Also ich mache es eigentlich bezogen auf den absoluten Nullpunkt nur ein bisschen wärmer mit meiner elektrischen Arbeit. Und damit kann ich pro eingesetzte Kilowattstunde elektrischer Energie mehrere Kilowattstunden an Wärmeenergie erzeugen. Also ist eine Wärmepumpe eine sinnvollere Methode, um Elektrizität zum Heizen zu verwenden, als das einfache Heizen direkt mit Strom. Okay, das ist also die Idee. Dazu brauche ich aber ein Wärmereservoir. Also wie gesagt, das Reservoir muss nicht wirklich warm sein. Es muss vielleicht ein paar Grad Celsius sein. Das würden wir als kalt empfinden. Aber es ist trotzdem von der Physik her gesehen ein Wärmereservoir. Gut, Wirkungsgrad sinkt mit höherer benötigter Temperatur. Also solange ich die Temperatur bezogen auf den absoluten Nullpunkt nur um 10 Grad oder um 20 Grad erhöhen muss, geht das sehr gut. Ich kriege also aus 1 Kilowattstunden elektrische Leistung vielleicht sogar 5 oder 6 Kilowattstunden an Wärmeenergie raus. Wenn ich aber auf 50 Grad Celsius gegenüber einem Temperaturniveau, sagen wir von minus 10 Grad Celsius, also wenn es draußen im Winter kalt ist und ich habe eine Wärmepumpe, also so Schlaufen im Garten verlegt und das ist sehr kalt da, dann ist der Wirkungsgrad sehr gering. Also je größer der Temperaturunterschied zwischen meinem Wärmepuffer, also die Gartenerde oder der See, wenn ich einen See nutze, oder die Luft, eine Luftwärmepumpe, je größer dieser Gradient wird, den ich die Wärme hochschaffen muss, umso geringer wird der Wirkungsgrad. Bis zum Break-Even, dass ich also nur eine Kilowattstunde Wärmeenergie pro eingesetzter elektrischer Kilowattstunde bekomme, dann kann ich genauso gut mit einem Heizlüfter arbeiten. Ja, also Wirkungsgrad sinkt mit höherer benötigter Temperatur. Und das hat zur Folge, dass ich diese Methode am besten für Häuser oder Wohnungen einsetzen kann, die eine Fußbodenheizung haben. Weil im Gegensatz zu den Radiatoren, also die meisten Zentralheizungen haben ja, also vor allen Dingen alte Zentralheizungen, haben ja einfach so einen Heizkörper unterm Fenster typischerweise. Und der muss dann schon, damit es warm wird, 50 Grad oder sowas haben. Und das ist dann eben eine hohe Vorlauftemperatur für so eine Zentralheizung. Und die Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung, wo also die Heizschlange im Fußboden verlegt ist, die ist typischerweise sehr viel geringer. Da muss ich also die Wärme aus dem Wärmereservoir, also zum Beispiel Außenluft, nur auf 30 Grad oder 40 Grad hochpumpen oder 35 Grad und das geht mit einem höheren Wirkungsgrad. Das heißt, Wärmepumpen, diese Methode des Heizens mit einem Wärmereservoir von draußen, die gehen am besten mit einer Fußbodenheizung. Ja, und hier nochmal so ein Lehrbuchtext hier in dem weißen Quadrat, lese ich mal vor. Die Wärmepumpe und die Kältemaschine, Kühlschrank, das ist eigentlich beides Carnot-Prozess, stellen die technische Anwendung desselben thermodynamischen Kreisprozesses, der Umkehrung der Wärmekraftmaschine dar. Der Wärmepumpenprozess wird auch als
Kraft-Wärmemaschine bezeichnet. Der Grenzfall einer reversibel arbeitenden Kraft-Wärmemaschine ist der linksläufige Carnot-Prozess, also verkehrt rum. Und dann ist es eben eine Wärmepumpe. Ich stecke in der Arbeit rein in Form von elektrischer Energie und pumpe Wärme von einem niedrigeren Niveau hoch auf ein höheres Temperaturniveau. Ja, und das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Angelegenheit, weil es ermöglicht also in diesen normalen mittleren Breiten, aber ja, also zumindest hier in Mitteleuropa, sehr effizient, wenn der Strompreis nicht so hoch ist. Also der Strom muss einigermaßen preiswert sein, ist eben eine sehr intelligente Energieform der Strom. Es ermöglicht, umweltfreundlich zu heizen. Das ist die Idee, ist also ein Kreisprozess und da haben wir ein Fluid, also irgendein Arbeitsmedium. Das ist nicht Wasser, sondern das macht man mit irgendwas anderem, was die besten Eigenschaften hat. Also ich drücke das hoch mit einem Kompressor hier. 4 ist also ein Kompressor, das ist ganz ähnlich wie ein Dampfkraftwerk, aber andersrum. Ich stecke Arbeit rein und mache etwas heiß. Beim Dampfkraftwerk, beim Wärmekraftwerk ist es so, dass irgendwas heiß ist und aus dem Temperaturgefälle gegenüber normal Umgebungstemperatur gewinne ich Arbeit. Hier ist also andersrum. Das heißt hier, das wird mit Strom angetrieben, es wird also hochgedrückt auf ein paar Bar und dadurch wird es warm. Das Medium, was man zusammendrückt, das wird normalerweise warm und damit heize ich also mein Haus. Dann kühlt es sich ab und hier, also der Druck ist hier einigermaßen konstant. Ich brauche nur einen gewissen Druck, um das hier durch die Rohre durchzudrücken. Und hier wird es expandiert durch eine Düse. Das ist hier Nummer 2. Das ist eine Drossel, also eigentlich eine Expansion. Da kühlt sich das Medium wieder ab und es soll sich stark abkühlen. Es hat sich ja hier schon abgekühlt, weil es ja hier das Haus heizt. Ne? Also dass das alles gleichmäßig rot gefärbt ist, das stimmt jetzt nicht so ganz, sondern hier ist es heiß, also Vorlauftemperatur 35, 40 Grad. Und durch die Drossel, hier durch diese Expansion in den Niederdruckbereich, am besten wäre es, wenn das Material dann auch noch verdampft, im Phasenübergang wird es also kalt. Und hier ist es aber schon kalt geworden, weil es ja das Haus geheizt hat. Dann wird es eben sehr kalt. Und hier haben wir jetzt einen kalten Dampf und den schicke ich nach draußen in meinen Wärmepuffer. Das könnte also zum Beispiel die Außenluft sein bei einer Luftwärmepumpe oder was man früher oft hatte, waren eben solche Schlangen, die man, also solche Rohre, die man in 2-3 Meter Tiefe in der Gartenerde vergraben hat. Und die Gartenerde, auch im Winter, wenn sie tief genug ist, die kühlt sich nicht so stark ab, sondern die hat Sommer wie Winter ungefähr dieselbe Temperatur, sagen wir mal plus 10 Grad Celsius, hängt von der Klimazone ab. Und da wird mein sehr kaltes Medium dann wieder aufgeheizt hier, ist dann aber immer noch kalt, aber eben so kalt wie hier das Wärmereservoir. Also hier kommt es dann vielleicht mit minus 10 Grad oder sowas rein in den Garten. Hier wird es dann auf plus 10 Grad aufgeheizt und hier wird es dann hoch verdichtet und dann kommt es wieder hoch auf das Niveau durch diese elektrische Arbeit hier von plus 35 Grad Celsius. Netto ist das ganze Ding eine Wärmepumpe. Hier wird also Wärmeenergie aus dem kalten Reservoir, relativ kalten Reservoir, hochgepumpt auf ein höheres Temperaturniveau. So funktioniert das. Ist eigentlich das umgekehrte Prinzip eines Kühlschranks. Oder es ist eigentlich genau ein Kühlschrank. Nein, es ist nicht umgekehrt. Es ist das gleiche wie ein Kühlschrank. Weil hier wird der Gartenerde, die wird abgekühlt. Und es gab auch Fälle, wo eben nur ein Grundstück in einer Hausreihe verschneit war, weil da nämlich die Gartenerde durch die Wärmepumpe tatsächlich abgekühlt wurde. Das friert dann da. Und auf allen anderen Grundstücken, abhängig natürlich davon, wie gerade die Außentemperaturen sind, war der Schnee eben getaut. Das heißt, da sieht man, in welchem Garten eine Wärmepumpe aktiv ist, indem da einfach der Schnee liegen bleibt. Ja, es wird also tatsächlich was abgekühlt, um das Haus zu heizen. Ja, aber es ist eigentlich eine recht intelligente Methode, um Strom zum Heizen zu verwenden, möglichst effizient. Ja, und dann gibt es also wieder ein kleines Video, was ich hier aus den USA habe, was das ein bisschen illustriert. Ist leider ein bisschen unscharf, aber es gibt so ein bisschen Eindruck davon, was das Prinzip ist für die Anwendung in privaten, also in ein oder mehr Familienhäusern. Because the Earth absorbs and stores much of the energy it receives from the sun as heat, underground temperatures remain constant at a point between 42 and 80 degrees Fahrenheit year-round, depending on where you are. A geo-exchange system can use this energy source to economically heat and cool almost any kind of building, heat water, provide refrigeration, and perform many other kinds of applications. A geo-exchange system is made up of 3 components. A heat pump, usually located inside the building where it's protected from the environment and vandalism. An underground heat exchanger to act as a heat sink
to store energy in the earth when cooling, and to extract energy from the earth when heating. And a distribution system, such as air ducts or hydronic radiant floor tubing, to provide comfort control for the building space. The two types of heat exchangers commonly used are open loop and closed loop. A closed loop system uses a system of continuous underground pipe loops in which both ends of the pipe system are connected to the heat pump, thereby forming a sealed closed loop. Water, or a mixture of water and environmentally friendly antifreeze, circulates through the loop to transfer heat between the heat pump and the earth. In some installations, the pipes of a closed loop system can be placed in a horizontal trench dug below the frost line. The number of pipes in each trench and the number of trenches needed will vary depending on the size of the geo-exchange system being installed and the type of soil found in the area. Another way to increase the heat exchange rate of a closed loop system is to take advantage of the naturally higher heat transfer capability of water over soil or rock. If a stream, river, or pond of sufficient size is available, coils of heat exchanger pipe can be installed on or near the bottom to form a pond loop system. In locations where space is limited or a large heat exchanger is required, the pipes of a closed loop geo-exchange system can be installed vertically in wells drilled into the earth. Ja, das war mein kleines Video aus den USA, ist schon ein bisschen älter als Illustration, wie man sich diese Erdwärmenutzung oder Wärmepumpennutzung vorstellen kann für ein Ein- oder Mehrfamilienhaus. Was wir neu haben, sind auch effiziente, also weil die Effizienz dieser Wärmepumpen besser geworden ist, sind Luftwärmepumpen. Da brauche ich also nicht meinen Garten aufzugraben, unter Schlangen zu vergraben, und ich brauche auch keine 100 oder 150 Meter tiefe senkrechte Bohrung nach unten zu schicken. Das ist so eine Alternative zu den Schlangen im Garten. Ich kann einfach senkrecht nach unten bohren. Das ist eine relativ kleine Störung an der Oberfläche. Dafür geht es tiefer runter. Da muss man eine Genehmigung für bekommen. Das wäre dann auch schon, das ist keine Tiefengeothermie, weil ich eben nicht die Erdwärme wirklich ernte, sondern das ist nicht tief genug, sondern ich nutze nur einen Zylinder mit 150 Meter oder 100 Meter Tiefe und ein paar Meter Durchmesser als Wärmepuffer aus. Sondern ich kann auch die Luft nehmen. Die Luft hat allerdings einen Nachteil, im Winter geht die Temperatur dann in Nächten vielleicht auf minus 20 Grad Celsius runter, und dann ist die Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur 22 Grad Celsius, minus 20 Grad, die ist zu groß. Und dann geht die Effizienz dieser Wärmepumpen eben runter bis auf 1. Dann heizt sich eigentlich einfach elektrisch. Aber wir haben ja jetzt nicht mehr so kalte Winter, zumindest nicht in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, sodass so eine Luftwärmepumpe eben doch interessant geworden ist. Ein weiteres Problem, und hier sehen wir so eine Luftwärmepumpe, sieht also aus wie eine Klimaanlage, nur sehr viel größer, ist also ein Riesenpropeller. Da gibt es also einfach einen Wärmetauscher mit der Umgebungsluft. Und das zweite große Problem dieser Luftwärmepumpen war der Lärm, weil das pustet natürlich. Also im Winter heizt sich ja, das heißt, ich habe die Wärmepumpe in Betrieb, und dieses kalte Medium, wenn das abgekühlt ist, muss dann an der Außenluft, das hat dann vielleicht minus 20 Grad oder minus 30 Grad, dieses Medium, muss dann an der Außenluft wieder auf die Außenlufttemperatur, die dann hoffentlich nur 0 Grad Celsius ist oder sowas, aufgeheizt werden. Und das geschieht eben hier mit so einem Propeller und eben so einem Wärmetauscher da drin, wo die Außenluft durchgepustet wird, und der Propeller macht Krach. Und der läuft natürlich die ganze Zeit oder jedenfalls immer dann, wenn die Heizung an ist. Und das ist ein Problem, weil die Nachbarn oder auch man selber ist nicht so begeistert von den ewigen Geräuschen dieses Gepustes. Und heute gibt es aber sehr leise solche Module oder sogar Module, die im Haus, im Keller stehen und die Luft von außen durch Öffnungen ansaugen. Dann ist es sehr leise geworden. Und das ist eine sehr elegante Methode, weil diese Art der Wärmepumpe erfordert keine großen Investitionen. Ist eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Klimaanlage. Ich habe einen Innenteil, also die Wärmepumpe, wo es dann hochgepumpt wird auf das hohe Niveau zum Heizen, und das Außenteil, das ist eben genau diese Unit hier, das ist relativ preisgünstig. Nur wenn im Winter die Temperaturen in den Nächten dann sehr stark nach unten gehen, dann wird die Effizienz dieser Wärmepumpe eben sehr gering. Ja,
Und das ist hier diese sogenannte Leistungszahl von Wärmepumpen, KOP, Coefficient of Performance, also Performance-Koeffizient. Und das ist eben von dem Kompressor hier die transportierte Wärme gegenüber der Energiemenge, die ich elektrisch einsetze. Und wenn ich das 1:1 habe, wenn Kopf gleich 1 ist, dann kann ich genauso gut einen Heizlüfter aufstellen, weil ich einfach meine elektrische Heizenergie umwandle direkt in Wärme ohne jeden Nutzen. Dann nutzt mir die ganze, wenn der gleich 1 ist, dann nutzt mir die ganze Maschinerie nichts. Dann kann ich auch einen Heizlüfter aufstellen. Der Kopf einer Wärmepumpe ist bedingt durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik begrenzt durch den Kehrwert des Carnot-Wirkungsgrads. Ja, den hatte ich jetzt mal erklärt. Da geht also die Differenz zwischen T-warm und T-kalt, also das äußere Reservoir. T-kalt wäre also die Außenluft oder ein See oder das Erdreich. Und T-warm ist eben die Vorlauftemperatur meiner Heizung. Vorzugsweise eben eine Heizung mit niedriger benötigter Vorlauftemperatur, also eine Fußbodenheizung. Und der Kopf sollte nicht kleiner als 1 sein, denn wenn er kleiner als 1 ist, dann ist er sogar unsinnig. Dann kann ich gleich besser elektrisch heizen. Ich habe das mal durchgerechnet oder versucht abzuschätzen, wann das Sinn macht. Und da kommt es eben sehr darauf an, was die Investition für die Wärmepumpe kostet. Und wenn ich zum Beispiel eine Bohrung mache oder im Garten Schlangen verlege, dann bin ich ja schon gleich wieder, wenn ich das machen lasse, bei Investitionen von 10.000, 20.000 Euro oder noch mehr. Oder gar eine 100 Meter tiefe Bohrung, die hoffentlich dann auch lange hält. Also manchmal verstopfen die auch nach einer Weile, aber die sollten schon Jahrzehnte dann halten. Da müssen enorme Summen investiert werden. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn so eine Wärmepumpe dann also auch wirklich preiswerter ist als das direkte Heizen mit Strom. Und das habe ich hier mal durchgerechnet. Das untere Temperaturniveau einer Wärmepumpe, die Temperatursenke, liegt bei 10 Grad und die Nutzwärme wird bei 50 Grad Celsius übertragen. Okay, das wäre jetzt eine relativ hohe Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung. Da reicht es eigentlich ein bisschen niedriger. Bei einem theoretisch reversiblen Wärmepumpenprozess der Umkehrung des Carnot-Prozesses würde der KOP bei 8,1 liegen, mit diesen beiden Temperaturen. Ja, nur der Carnot-Prozess funktioniert nur reversibel, wenn er unendlich langsam abläuft. Und das gibt es gar nicht. Also das geht nicht. Der reale Kopf ist also deutlich niedriger. Technisch erreichbar ist bei dem Temperaturniveau, also hier dieses Hochpumpen von 10 auf 50 Grad, ist ein Kopf von 3,5. Und bei einer Fußbodenheizung sind nur 40 Grad oder eigentlich 35 Grad notwendig und da erreiche ich einen KOP von 5 bei 10 Grad Reservoirtemperatur plus 10 Grad. Bei einer Luftwärmepumpe im Winter, wenn ich bei 0 Grad oder bei minus 10 Grad bin, dann geht der Kopf dann deutlich weiter nach unten. Ja, da kann man das ausrechnen, wenn ich jetzt mal mit einem Kopf von, was habe ich denn gerechnet? Ich glaube, einen Kopf von 5 habe ich, nee, von 3,5 habe ich gerechnet. Dann kommt es eben sehr darauf an, von der Wirtschaftlichkeit einer solchen Investition, was der Strompreis kostet. Ja, wenn der Strompreis niedrig ist, dann macht es Sinn. Nun ist der Strompreis in Deutschland eben relativ hoch. Strompreis 30 Cent pro Kilowattstunde, das macht einen Wärmepreis beim Kopf von 3,5 von 5,5 Cent pro Kilowattstunde. Und in der Schweiz bei 18 Cent Strompreis ist deutlich preiswerter. Der Strom in der Schweiz 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Ich glaube, ich habe mit einem Kopf von 5 gerechnet, ne? Sonst kommt das nicht hin. Heizöl, das kann ich das mit einer Dieselheizung vergleichen. Da haben wir einen Wärmepreis von 8,5 Cent pro Kilowattstunde. Und in Deutschland ist eben der Unterschied zwischen einer Dieselölheizung, was die Wirtschaftlichkeit, ohne das Klima jetzt, also nur Wirtschaftlichkeit angeschaut, ist der Unterschied eben nicht so groß. Ich spare ein bisschen mit einer Wärmepumpe, mit einer elektrischen Wärmepumpe, weil der Strompreis in Deutschland sehr hoch ist, glaube ich, der höchste in Europa zumindest, und eben das Dieselöl nicht besonders teuer ist, macht es eben dann irgendwann, ist es eben nicht so attraktiv, auf eine Wärmepumpe umzusteigen, und deswegen sind Wärmepumpen in Deutschland wohl auch sehr viel seltener als in der Schweiz. In der Schweiz macht es einen großen Unterschied, der Strom ist sehr viel preiswerter und das Dieselöl ist sogar teurer, das Heizöl. Deswegen haben wir hier einen großen Unterschied, einen Faktor 3, und macht es durchaus Sinn, auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Einfach geldgetrieben ist. Das hat also was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Und jetzt kann ich das mal ausrechnen. Ich würde im Jahr in Deutschland 500 Euro und in der Schweiz ungefähr 1000 Euro einsparen. Und jetzt kommt es eben darauf an, was ein Umstellen von der Dieselölheizung auf eine Wärmepumpenheizung, was das kostet. Und da ist eben so eine Investition in Erdwärme, also wenn ich da Schlangen im Garten habe oder eine Tiefbohrung, das kann schon viel Geld kosten. Und damit das Sinn macht,
Ja, wenn ich 20.000 Euro oder gar 30.000 Euro investiere, kann aber nur 500 Euro im Jahr sparen, dann ist es eben wirtschaftlich nicht unbedingt so attraktiv. Das heißt, da sind diese Luftwärmepumpen, die in der Primärinvestition unter 10.000 Euro liegen, die machen dann schon mehr Sinn. Ja, und dann kommt es eben auf den Strompreis drauf an. Insgesamt kann man aber sagen, es lohnt, wenn die alte Heizung sowieso erneuert werden muss. Also wenn meine Ölheizung im Eimer ist, dann muss ich sowieso eine neue Heizung kaufen. Dann investiere ich in eine Wärmepumpe. Und oder das Haus schlecht isoliert ist und mehr Öl braucht. Ja, also dann muss ich aber auch besser isolieren. Das heißt, wenn man sowieso eine neue Heizung braucht, dann macht, glaube ich, eine Wärmepumpe Sinn. Allerdings wird es eben problematisch, wenn der Strompreis sehr hoch ist. Ja, insgesamt macht das Ganze aber Sinn, über Heizung und Stromverbrauch von Gebäuden nachzudenken. Wir diskutieren sehr viel über Autoverkehr, Elektroautos und auch über das Fliegen. Aber ich hatte dieses Bild hier schon mal gezeigt. Das nimmt jetzt leider den ganzen Hintergrund ein. Es ist ein sehr großes Bild. Hier, das stammt vom World Resources Institute. Und was wir hier sehen, sind diese drei Treibhausgase, also die drei Haupttreibhausgase, N2O, CH4 und CO2, die alle zur Erwärmung beitragen. Und die Gebäude hier in dieser Gesamtbilanz, wo die Landwirtschaft mit eingerechnet wird, die Gebäude tragen hier global mit 17,5% zu den Treibhausgasemissionen bei. Das ist ein Riesenbeitrag. Es macht also Sinn, bei den Gebäuden, und das hängt nun wiederum davon ab, wo man wohnt, also wo man in Ländern, wo es kalt ist, da muss man heizen, da hat man hohe CO2-Emissionen. Aber das ist der globale Mittelwert hier. Auch Geschäftsgebäude, Industriegebäude sind hier mit drin und Privatgebäude. Insgesamt 17,5%, ein großer Brocken der Treibhausgasemissionen. Wenn wir also Klimaschutz betreiben wollen, wirklich so, dass es einen Unterschied macht, macht es sehr viel Sinn, über Gebäude, Heizungen in erster Ordnung, aber dann auch insgesamt den Stromverbrauch, Energieverbrauch von Gebäuden nachzudenken. Ein riesen Brocken, ungefähr genauso viel wie der gesamte Straßenverkehr, die gesamte Mobilität. Ja, und hier haben wir zum Beispiel von der Schweiz einen Artikel, wo das mal illustriert wird. Man unterschätzt diese Bedeutung der Gebäudeisolation und der Art der Heizung für das Klima insgesamt hier. Das ist von der Energiestiftung Schweiz. 50% weniger Energieverbrauch im Gebäudesektor bis 2050 wird hier in diesem Artikel genannt. Und der Schweizer Gebäudepark beansprucht gut 45% des Primärenergieverbrauchs und ist für 24% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit Gebäudepark sind jetzt nicht nur Einfamilienhäuser, also überhaupt Wohnhäuser gemeint, sondern Industrie und Wohnhäuser und auch Schulen und Ähnliches. Also alles zusammen. Ist also ein Riesenbrocken. Der Energieverbrauch bei Gebäuden kann bis 2050 halbiert werden. Und dann kommt natürlich, wenn wir Null-Energie-Häuser haben, dann muss man auch mit berücksichtigen, graue Energie, also die Energie, die ich investiere, um das Haus zu bauen, also Zement zum Beispiel, den ich brauche, oder Beton, da steckt auch CO2, da sind CO2-Emissionen geschehen, um das Haus überhaupt zu bauen, denn dafür ist auch Energieeinsatz notwendig. Das muss also mit berücksichtigt werden, aber jetzt geht es erstmal nur um den Verbrauch eines Gebäudes, wenn es da steht und betrieben wird. Und das ist eben viel mehr, als man normalerweise denken würde. Und das ist ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land. In der Schweiz ist der Energieverbrauch 45%, wie wir gerade gehört haben, Primärenergieverbrauch von den Gebäuden verursacht, Treibhausgasemissionen 24% Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen der Schweiz, in Deutschland sogar 30% und nur 35% der Energie, und die europäischen Werte liegen bei 40% und 36%, also ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Ja, und das Einsparpotenzial durch eine Sanierung eines Hauses, also Außenisolation und bessere Wirkungsgrade der Heizung und auch der elektrischen Geräte, 50%. Minenergiesanierung, die natürlich sehr teuer ist, 75%. Und dann müssen wir natürlich bedenken, wenn wir Investitionen tätigen, neue Dinge kaufen, da steckt ja auch CO2-Emissionen drin, versteckt auch eine Wärmepumpe. Einfach die Geräte, die ich kaufe, die werden ja hergestellt mit Energieaufwand. Das nennt man graue Energie. Und das Problem ist, wenn man jetzt also bis 2050 in Europa beispielsweise auf das Nullniveau kommen will, also netto null CO2-Emissionen, ist diese langsame Erneuerung. Man kann nicht einfach den gesamten Gebäudepark eines Landes von einem Jahr aufs nächste sanieren. Das wäre viel zu teuer. Das geht eben nur langsam, weil sich die Menschen die hohen Investitionen, wir reden da sofort über zigtausende von Euro oder Franken, die können sich das nicht einfach so mindestens leisten. Das geht also langsam.
zusammen. Und die Renovierung oder sagen wir mal die Sanierungsrate, die ist eben zu langsam angesichts der Dringlichkeit des Klimaproblems. Ja, das ist ein Problem. Okay, aber jedenfalls, die Gebäude sind für einen erstaunlich großen Anteil, ein Drittel ungefähr in Europa, der CO2-Emissionen verantwortlich. Und da kann man eine Menge sparen, zumindest beim Heizen. Hier haben wir die Isolation, das ist hier ein Bild von effizienzhausonline.de und wir sehen hier, das sind die Emissionen pro Quadratmeter, das kann runtergehen hier, das ist 2009, auf 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr von 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und ich erinnere mich da in den frühen Zeiten, als ich studiert habe, da haben wir so eine Abrisswohnung bewohnt, das war einfach Verglasung und es hat gezogen durch die Fenster und man muss da viel verrückt heizen, damit es überhaupt ein bisschen warm wurde. Also das war sicher sehr, sehr schlecht isoliert. Das war dann sowas hier. Ja. Und bei so einem hohen Energieverbrauch hat man dann natürlich auch sehr hohe CO2-Emissionen. Natürlich, ein solches Passivhaus ist teuer. Also das muss man eigentlich neu bauen, damit man auf so niedrige Heizwerte kommt. Man kann das auch in Infrarotaufnahmen sehr schön deutlich machen. Das ist hier ein Wikipedia-Bild, Energiestandard. Und da sehen wir also, was es bedeutet, wenn wir ein gut gedämmtes Haus haben. Hier haben wir also Grüntöne von den Scheiben. Die sind nicht ganz so perfekt isoliert, aber die Wände selber sind blau, sind kalt. Währenddessen das Haus hier hinter diesen Bäumen, das ist nicht gedämmt. Und da sind die Fenster rot, Einfachverglasung vermutlich. Und auch die Wände sind gelb. Das heißt, es geht jede Menge Wärme im Winter nach draußen raus und das muss ich natürlich nachliefern mit der Heizung und das führt zu ziemlich heftigen Treibhausgasemissionen. Und so ein Nullenergiehaus, das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Vorlesung auch nochmal zeigen, haben wir hier haben wir also dann ein Haus, in dem kann man dann die Fenster nicht aufmachen, ja, weil wenn man Fenster aufmacht, geht da Wärme verloren, sondern hier gibt es einen Wärmetauscher für die Abluft. Die Abluft wird also nur rausgelassen ohne die Wärme. Die wird extrahiert, die Wärme, und für die angesogene neue Luft hier, New Air Entry, die wird also hier in einem Ground Heat Exchanger, wird die aufgewärmt. Wenn das hier kalte Winterluft ist, geht die erstmal hier durch so ein Schlauchsystem im Untergrund, wird dann also von minus 10 Grad im Winter aufgeheizt auf diese vielleicht plus 10 Grad des Erdbodens. Und dann gibt es hier nochmal einen Wärmetauscher, der die warme Raumluft hier, die Abluft, die Wärme entzieht, bevor sie wirklich nach draußen geht. Die Polluted Air, das ist also das, was man ausatmet oder was auch immer, also damit man Frischluft hat. Es gibt also ein Luftmanagement und das ganze Haus ist vakuumdicht. Das wird auch getestet, das habe ich jedenfalls mal gehört von so einem Spezialisten, dass die das Haus auf Unterdruck setzen, da wird Luft rausgepumpt und dann wird geschaut, ob es dicht ist. Also ähnlich wie ein Fahrradreifen. Das Haus muss luftdicht sein, damit es diese enorm hohen Isolationswerte erreicht. Also ein riesen Aufwand und natürlich sind die Wände hier super Insulation, die sind sehr, sehr gut thermisch isoliert in so einem Nullenergiehaus. Aber damit kann man massiv CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen einsparen. Ja, und da haben wir auch große Unterschiede. Ich hatte es ja genannt, dass in Deutschland, also zumindest nach der Literatur, die ist ein paar Jahre alt, die ich gelesen habe, diese Wärmepumpen oder auch insgesamt diese Nullenergiehäuser so ein bisschen hinterher sind. Hier haben wir also in der Schweiz, das ist jetzt nur von der Schweiz hier, der Link ist endk.ch. Da sehen wir also hier die Neubauten in der Schweiz. Das ist der Zeitraum 1991 bis 2000. Und gelb sind Neubauten mit Heizöl, also Heizölhäuser. Und dieses Gelbe hier, da weiß ich gar nicht, was. Ach so, das ist Gasheizung. Also hauptsächlich fossil hier. Und wenn wir dann ins Jahr 2006 bis 2012 gehen, neuere Statistiken habe ich jetzt nicht angeschaut, aber da wird es, glaube ich, noch stärker geworden sein, ist der größte Teil der neu gebauten Gebäude. Wir sehen, dass die Bautätigkeit auch sehr unterschiedlich ist. Die ist mal schwächer, mal stärker hier in verschiedenen Zeiträumen. Das ist die Anzahl der Gebäude. Aber wir sehen hier, dass die meisten Gebäude in dem letzten Zeitraum, der hier erfasst wurde, 2006 bis 2012, ist blau und blau sind Wärmepumpen. Und das bedeutet, dass inzwischen in der Schweiz anteilig sehr viele Häuser, auch vor allen Dingen eben neuere Häuser, aber so neu ist es gar nicht, seit 2006, mit Wärmepumpen beheizt werden. Und das führt zu einer drastischen Reduktion der CO2-Emissionen aus dem Gebäudepark. Und hier haben wir so eine Liste, das ist auch von der Schweizer Seite hier, endk.ch.
www.geothermal.ch. Hier sehen wir eine Rangliste der verschiedenen Länder, ist alles die, ist Europa. Und wir sehen hier, was wir für CO2-Emissionen pro Quadratmeter Energiebezugsfläche, also Wohnfläche, haben. Und da möchte man natürlich möglichst wenig haben. Und der Hauptpunkt ist Heizen. Und da hätte ich gedacht, dass Schweden und Norwegen ganz schlecht sind, weil es ja kalt ist. Ne? Also je kalter es irgendwo ist, umso mehr muss ich ja heizen. Also umso mehr CO2-Emissionen habe ich natürlich, zumindest im Winter. Im Sommer hatte ich dann vielleicht eine Klimaanlage, habe ich das umgekehrte Problem. Aber tatsächlich sind Norwegen und Schweden, Norwegen sogar auf Platz 1, Schweden auf Platz 2, haben die geringsten CO2-Emissionen, weil sie die bestisolierten Häuser haben und womöglich mit Wärmepumpen arbeiten. Auf Platz 3 ist die Schweiz. Sehr wenig CO2-Emissionen und das hat was mit den Wärmepumpen, der Art der Heizung zu tun. Dieser rote Pfeil hier weist auf deutschland.de, das liegt so im unteren, also im schlechteren Mittelfeld. Und hier sehen wir also, denke ich mal, die Schweiz deswegen so gut, weil eben Wärmepumpen so viel inzwischen eingesetzt werden. Frankreich ist auf Platz 4, erstaunlicherweise. Sehr geringe CO2-Emissionen. Ich habe zwar keine Erklärung dafür gefunden, aber ich kann es mir überlegen. Und zwar, soweit ich weiß, wird sehr viel mit Nachtspeicherheizung geheizt in Frankreich, weil der Strom aus Kernkraftwerken kommt und der ist dann CO2-frei, jedenfalls mehr oder weniger CO2-frei. Also Kernkraftwerke produzieren in ihrem Betrieb kein Kohlendioxid. Und deswegen liegt Frankreich, wenn es elektrisch heizt, sehr günstig, was die CO2-Emissionen pro Quadratmeter des Gebäudeparks angeht. Also sehr große Unterschiede hier in der Klimabelastung durch den Gebäudepark in den verschiedenen Ländern. Und top sind Norwegen, Schweden und die Schweiz. Gut, also Wärmepumpen wäre so eine Sache, mit der man also sicher sehr viel CO2-Emissionen, insbesondere wenn der Strom dann auch noch CO2-frei erzeugt wird, sehr viel CO2-Emissionen einsparen kann. Und eine sehr preiswerte Investition ist die Luftwärmepumpe, die allerdings dann uneffizient wird, wenn wir wieder sehr kalte Winternächte oder Winter haben sollten. Aber die Klimaerwärmung sollte dazu führen, dass die Winter eben nicht mehr so kalt sind. Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt eine neue Aktivität, relativ neue Aktivität seit 2-3 Jahren in Brüssel in der EU, das ist der EU Green Deal und da gibt es die Bemühungen über die Lenkung der Investitionsströme, also die Bankenkredite, die den Umbau einer klimafreundlichen Gesellschaft zu erreichen und das geht über die Taxonomie, das ist ein neues Regelwerk, seit 2021, Mitte des Jahres ist das in Kraft und da versucht eben die EU tatsächlich über alle Faktoren, die eine Rolle spielen, das sind sehr viele, 90 Branchen jetzt, die CO2-Emissionen insgesamt zu erfassen. Also nicht nur das Offensichtliche, also keine Dieselautos mehr oder kein Fliegen mehr oder sonst was, sondern wirklich alle Faktoren mit zu erfassen und überall CO2 zu sparen, also ein ganzheitlicher Ansatz. Und nur mit so einem ganzheitlichen Ansatz hat man meines Erachtens eine Chance, wirklich die CO2-Emissionen auf ein Niveau zu senken, das dann beim Klima einen Unterschied macht. Aber es ist ein hochkompliziertes und sehr breit gefächertes Regelwerk, was alle gesellschaftlichen Aktivitäten versucht zu erfassen. Und die Gebäude spielen da eine maßgebliche Rolle. Und da haben wir eben die Wärmepumpen als eine der, ich nenne es mal eine erneuerbare Energie, aber es kommt natürlich darauf an, wo der Strom herkommt. Aber die Wärmepumpe ist da sicherlich ein wichtiger Faktor, um die CO2-Emissionen des Gebäudeparks weiter zu reduzieren. Also EU-Taxonomie. Wen es interessiert, der kann es gerne mal nachschlagen unter den entsprechenden Stichwort im Netz. Das war's. Das war der letzte Punkt meiner erneuerbaren Energien. Und damit bin ich auch am Ende dieser Doppelstunde hier angekommen. Ich werde wieder wahrscheinlich überziehen. Geredet habe ich 1 Stunde 20 Minuten, aber es sind Filme eingebunden, deswegen wird es ja ein bisschen länger. Aber das war es alles, was ich zur Energie sagen wollte. Also nochmal grob zusammenfassend, es gibt 4 große klassische Energieformen. Das ist Kohle, Gas, Erdöl und Uran. Und beim Uran gibt es dann vielleicht noch das Thorium dabei mit Thoriumreaktoren. Und es gibt 4 große erneuerbare Energien, Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Und dann gibt es eben noch, wie ich es in den letzten paar Doppelstunden erläutert habe, ein paar, sagen wir mal, kreative, interessante Ideen, um andere Energieformen, erneuerbare Energien zu nutzen, wie die Wellenkraftwerke oder
diese Gezeitenkraftwerke oder dieses Hard-Dry-Rock-Verfahren, also die Tiefengeothermie, die zu nutzen. Währenddessen die Wärmepumpe, wie ich sie jetzt zum Schluss beschrieben habe, eigentlich nicht wirklich eine Energiequelle ist. Oder ja, doch, es ist, man nutzt also den endlichen Wärmegehalt des Außenbereichs. Auch im Winter hat ja so ein See oder das Erdreich immer noch eine gewisse Wärme und pumpt sie mit Hilfe von Strom hoch. Das ist also auch eine Energiequelle, erneuerbar, aber nicht wirklich so eine Energiequelle im klassischen Sinn, aber sehr effizient als Baustein für die Energiewende. Und warum wir überhaupt die Energiewende machen müssen, das ist ja das Problem mit der Klimaerwärmung. Und das mache ich jetzt im zweiten Teil dieser Vorlesung im Sommersemester 2021. Und nächsten Dienstag geht es mit dem Klima dann los. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.